Herzlich willkommen zu Staffel Nummer 14 von Kitze den Dämon. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich fange an mit der schlechten. Draußen ist es mal wieder dunkel, während Kitze den Dämon. Die gute Nachricht ist, wir werden heute dennoch hell und froh cruisen. Gleich erfahrt ihr warum. Vorher den Pflichthinweis: Dieser Call hier wird aufgezeichnet und live übertragen. Das wisst ihr aber schon. Und sollte euch das nicht gefallen, ist es eh zu spät. Aber ihr könnt dennoch eure Kamera und/oder Namen unkenntlich machen und Mikro ausschalten. Umgekehrt ist es hochgradig erwünscht, eure Fragen hier zu stellen. Denn neben unserem Hauptgast seid ihr natürlich gefragt. Stellt eure Frage im Chat und sie wird eingebaut im angenehmen Gespräch. Und das verspreche ich euch, denn wir haben keinen geringeren als den Ernst Krammer hier. Er ist der Gründer der ersten Speaker Cruise der Welt. Ihr kennt es alle, das ist da, wo Andreas seine Formel präsentiert und seinen Gewinner-Award abholt. Ihr habt mit Sicherheit schon viele Bilder und viele Videos von dort gesehen, denn die gehen um die Welt. Und falls ihr denkt, eine Cruise reicht, dann liegt ihr falsch. Der Ernst plant bereits die fünfte Cruise. Und ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht ein Sonderangebot mitgebracht hat. Wer weiß, wer weiß. Das will ich auch Was sehr er hoffen. definitiv mitgebracht hat, ist sein Erfahrungsschatz. Er ist auch noch Buchautor. Eine kurze Recherche auf seiner Homepage ergab, er ist Autor von 20 Büchern. Das ist falsch. Er hat viel mehr als 20 Bücher. Wie viel genau weiß nur er, denn irgendwann haben alle aufgehört zu zählen. Meine Damen und Herren, viel Spaß mit Kitze den Dämon, mit Ernst Krammeri. Ernst, wir freuen uns auf deine Frage. Freue mich mega, dass der Ernst da ist. Das finde ich total klasse. Und ich bin auch gespannt. Und ich kitzel jetzt mal dem Ernst wirklich gleich als allererstes raus, weil du so schön gesagt hast. Ernst, wenn die Leute über mich reinkommen und nach der Speaker Cruise fragen, nach der fünften, dann können wir irgendwas machen, oder? Ja, genau. Zuerst mal wunderschönen guten Abend. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich da gar nicht groß damit befasst, was da alles abgeht. Ich wusste einfach nur eines, wenn der liebe Andreas was macht, dann wird es immer cool. Er ist für mich absolut ein smarter Typ. So bin ich damals auf ihn gestoßen, weil er lacht immer, er ist immer fröhlich, er ist immer gut drauf. Und das fasziniert mich einfach. Und so habe ich auch ganz, ganz spontan zugesagt zwischen jetzt 5 Tage Marathon, Seminare, vorhin gerade aufgehört, Schnellbüro gemacht, jetzt kitzelt den Dämon, dann alles vorbereiten, morgen geht's auf die Reise, 2,5 Tage VIP-Coaching, Punktlandung in St. Moritz, die nächsten 3 Tage Seminar. Ich freue mich riesig, dass ich hier bin. Danke, danke zu deiner Frage, lieber Andreas. Natürlich, es gibt einen super, super Mega-Bonus. Für all die Leute, die sagen, wow, ich will endlich mal richtig sprechen, ich will Menschen faszinieren, sei es online, sei es von der Bühne runter, sei es auch im One-to-One-Gespräch, sei es im Gespräch mit dem Chef. Alter, ich brauche mehr Geld. Nein, natürlich so nicht, aber man kann es eleganter machen, man kann es entsprechend aufbauen, damit man auch letzten Endes wesentlich mehr Abschlüsse macht. Und um das geht es ganz einfach, erfolgreich durch die Welt gehen. Und das hat natürlich was mit Sprechen zu tun, ja. Die Dinge richtig zu betonen, der richtige Körpereinsatz rüberzubringen und natürlich genau zu wissen, was ist das Ziel? Und auf dem Speaker-Training lernen wir natürlich auch immer nach dem Prinzip von niemals, was habe ich davon, sondern was hat mein Gegenüber davon und was ist die Win-Win-Situation für beide Menschen? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das vergessen leider sehr, sehr viele. Und ich liebe das einfach, gewinnbringend für Menschen unterwegs zu sein. Und wenn du jetzt hier zuschaust, zuhörst und sagst, wow, cool, ich habe wirklich, wirklich Bedarf, nutzt diese Chance. Es gibt wirklich einen super geilen Spezialbonus. Also der Preis schmilzt buchstäblich in der Sonne.
Und an dieser Stelle möchte ich auch ganz, ganz klar hinweisen, und das ist auch nicht irgendeine Verknappung. Wir haben ja die fünfte Speaker Cruise dank der allgemeinen Störung hier, um jetzt das Kind beim Namen zu nennen, weil es immer wieder ein paar Leute gibt, die meinen, ja, wir müssen alles runterfahren, wir müssen alles verbieten, alles zum Stillstand bringen. Mussten wir jetzt die fünfte Speaker Cruise mehrmals verschieben und jetzt stehen die Zeichen auf. Sehr, sehr gut, dass es im November stattfinden kann und da gibt es wirklich diesen Bonus. Nächstes Jahr gibt es diesen Bonus nicht, weil ich weiß von einigen, die haben gesagt, ja, dieses Jahr geht leider nicht. Das ist immer so eine, für mich so, ja, geht nicht, tausende von Gründen. Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Und an dieser Stelle wirklich, wirklich völlig wertschätzen. Nächstes Jahr gibt es keinen Bonus. Es gibt jetzt einen Bonus, vor allem für all die Leute vom Stammtisch, vom lieben Andreas. Wenn du sagst, ich würde gerne mehr darüber wissen, dann kontaktiere bitte den lieben Andreas und dann wirst du mehr als begeistert sein. Genau, es ist Weihnachten für alle Leute vom lieben Andreas. Sehr geil. Genau, dann kommentiert einfach und schreibt mich an. Ihr habt ja alle meine Kontaktdaten und dann schreibt hier wegen Kitzel den Dämon und dann gebe ich das an den Ernst weiter und dann sehr geil. So, und jetzt bin ich mega gespannt, was jetzt kommt. Jetzt kommt die Frage. Jetzt geht's los mit der Fragerei. Ich habe vorhin ganz kurz an Andreas gefragt, darf ich dich wirklich alles fragen? Er meinte dann eigentlich, ja. Eigentlich ist ein furchtbares Wort. Ich habe dann nochmal nachgehakt und gesagt, nee, du kannst wirklich alles fragen. Ich finde das spannend. Machen wir uns auf die lange Reise. Er hat mir gesagt, das darf auch bis nach Mitternacht gehen. Das ist cool. Je später der Abend, desto cooler werden natürlich die Fragen. Lieber Andreas, warum tust du das, was du tust? Weil ich eine einfach viel, viel bessere Welt haben will, als die ich quasi vorgefunden habe, als ich auf den Planeten kam. Ich weiß nicht, wie viel ich selber dazu beigetragen habe, dass dieser Planet so ist, wie er ist. Gut, ich bin auch ein Teil des kollektiven Bewusstseins. Ich glaube, dass meine Generation vor uns auch vieles versaut haben auf diesem Planeten und ich möchte, dass meine Tochter, die ist jetzt 8 Jahre alt, in einer anderen Welt aufwächst. Also ich möchte, dass sie in einer liebenvollen Welt aufwächst, in einer Welt, in der Menschen ihrem Herzen folgen, das tun, was sie wirklich wollen und was sie auch wirklich gut können, also das Talent, was der liebe Gott oder das Universum ihnen mitgegeben hat. Ich möchte einfach, dass Menschen ja, ihrer Berufung folgen und vor ihrer eigenen Haustür kehren und dafür sorgen, dass damit die Welt wirklich auch sauber wird. Und wir haben ja das Nachhaltigkeitsthema, wir schmeißen überall unseren Müll hin. Ich möchte einfach Menschen dabei unterstützen, ihrem eigenen Herzen zu folgen und die Welt zu einer sauberen Welt zu machen, damit meine Tochter in einer schönen Welt aufwächst. Mhm. Das ist das, was mich motiviert. Und ich finde es einfach fürchterlich, wenn Menschen etwas tun, was sie nicht wollen. Ich bin ja selber in einer der größten Banken Deutschlands unterwegs und ich sehe halt, wie viele, in Anführungszeichen, bezahlte Sklaven da drin rumlaufen, die manchmal wie Zombies da rumwandeln, weil sie morgens in die Bank gehen, damit sie am 15. ihr Gehalt kriegen. Und eigentlich, wenn man sie fragen würde, was würdest du machen, wenn du das nicht tun müsstest, wenn du keine Angst hättest zu scheitern, wenn du 20 Millionen Euro hättest, die würden etwas völlig anderes erzählen als das, was sie gerade tun. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Ich war selber einer, der falschen Zielen gefolgt ist. Und ich möchte einfach Menschen helfen, dass das aufhört, damit die Menschen ja ihrem Herzen folgen, selbstbestimmt und frei sind. Ja, das hört sich schon mal gut an. Bis auf das eine Wort, was du 100-mal gebracht hast. Ist das okay? Bist du auch bereit für ein kleines Speaker-Training? Ja, klar. Okay, gut. So, weil das sind so Worte, die tun mir einfach weh. Und ich denke, das ist auch ein Learning für alle. Passt einfach genau auf, was der Andreas sagt, wie oft er was sagt, ja, wie seine Körperhaltung ist, weil dann haben gleich alle einen super Mehr-Benefit, noch nicht nur inhaltmäßig, sondern ich liebe es einfach, mit Mehrwert zu arbeiten. Der liebe Andreas hat ungefähr 15 Mal gefühlt, 1000 Mal was für ein Wort gesagt. Wer erinnert sich an das Wort? Er hat etwas immer wieder gesagt, ja. Ich möchte. Wem ist das aufgefallen? Ich möchte. In meiner Welt gibt es nichts, was wir möchten, sondern das Möchte wird ersetzt durch das Wort tun, ja. Tun. Du bist ja auch ein Macher, lieber Andreas. Wir tun ganz einfach. Alle Erfolgreichen möchten nicht und sie wollen nicht, sondern sie tun. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das, was ich jetzt hier auch sage, ist natürlich völlig wertschätzend, auch dem lieben Andreas gegenüber oder auch allen anderen gegenüber.
Das ist etwas ganz Wichtiges. Und wir wollen einfach Mehrwert schaffen. Und das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Ich finde es cool, dass du diesen Weg gehst, dass du einen Unterschied in dieser Welt machst oder wie es auch so schön heißt, eine Delle ins Universum zu schlagen. Weil wenn wir das alle machen, wenn wir die Welt zu einem besseren Ort machen, dann haben wir sehr, 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 sehr viel gewonnen. Das finde ich absolut sensationell. Was mich immer wieder irritiert, lieber Andreas, wenn ich Posts von dir sehe, dann hast du sehr oft eine Flasche Bier in der Hand und prostest. Warum machst du das? Ja. Weil ich gerne Bier trinke. Es könnte auch durchaus alkoholfreies Bier sein. Das ist mir tatsächlich sogar relativ egal. Ich mag tatsächlich den Biergeschmack. Ich liebe Bier. Also ich trinke auch sau viel Wasser. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, deswegen halte ich es jetzt mal zu. Aber ich habe hier sowas ganz Tolles. Da ist ganz normales, stinknormales Wasser drin. Und dieses Wasser hat oben aber auch so einen Ring, dass ich quasi, hier ist jetzt Kirsche drauf, wenn ich jetzt hier trinke, kommt der Geruch von Kirsche in meinen Mund und ich rieche das Kirsche und das Wasser schmeckt wie Kirschwasser. Also was ich damit sagen will ist, ich mag es einfach, Getränke mit Geschmack. Mit Hopfengeschmack gibt es das leider noch nicht. Also die haben noch keinen Ring, der Biergeschmack hat. Es ist tatsächlich so, ich trinke einfach wirklich gerne Bier vom Geschmack her. Ich trinke allerdings auch alkoholfreies Bier. Da trinke ich dann super gerne Weizenbier, so mit einem kleinen Schuss Cola oder sowas. Also für mich ist es tatsächlich eine reine Geschmacksgeschichte, weil ich es einfach super gerne trinke. Also so frei vom Geschmack. Die Zeiten, dass ich da jetzt, sag ich mal, so übermäßig viel getrunken habe, dass es dann, ich sag mal, also der Alkohol auch noch interessant war. Aus dem Alter bin ich raus, wobei ich das auch ganz gerne mal mache. Wir waren jetzt am Wochenende auf dem Seminar, da haben wir auch ordentlich gefeiert bis morgens. Das kommt auch vor. Also da nicken jetzt schon welche, waren nämlich einige mit dabei. Wir waren ja auch auf dem Seminar, du hast ja eben auch erzählt. Ja. Genau, also von daher, das trinke ich einfach gerne. Und warum poste ich das? Weil ich echt bin. Und wenn ich gerne Bier trinke und jetzt setze ich mich hin und sage, ich zeige das nicht, dann wäre das ja nicht mehr ich. Also ich finde zum Beispiel, es gibt für mich nichts Schlimmeres wie diese ganzen Instagram und LinkedIn-Bilder, wo du dann immer nur gut gelaunte Menschen siehst in einem Anzug. Und ich hatte auch so ganz am Anfang, habe ich immer gedacht, oh, ich kann jetzt gar kein Live machen, ich habe noch gar kein Hemd an, ich habe meinen Sakko nicht an. Und das ist ja auch das, warum das Format hier entstanden ist. Ich habe einfach schlichtweg keinen Bock, mich zu verstellen. Ich bin, wie ich bin. Ich trinke gerne Bier. Ich weiß auch, dass jemand gesagt hat, Andreas, mit dir kann ich nicht arbeiten, weil du postest zu oft dich mit einer Bierflasche. Habe ich gesagt, das ist total okay. Ja. Das musst du auch nicht. Du musst ja mit mir nicht arbeiten. Sagt er, ja, es hat ja auch mit dir gar nichts zu tun, aber ich bin ein absoluter Anti-Alkoholiker und deswegen, das verträgt sich nicht mit meinen Werten. Sag ich, das ist total fein. Sag ich, ich muss ja auch nicht dein Vorbild sein und wir müssen auch nicht zusammenarbeiten. Also, was will ich damit sagen? Ich bin ich und da ich gerne auch ein Bier trinke, das darf auch jeder wissen. Wenn ich jetzt jeden Tag mit einer Kiste Bier da sitzen würde, wäre das vielleicht was anderes. Gut, dann ziehe ich Alkoholiker an, dann helfe ich halt denen, ist ja auch egal. Aber ich möchte mir einfach treu bleiben und das ist der Grund. Ja, das hört sich doch sehr, sehr gut an. Ich finde das absolut cool. Ich erinnere mich an einen Fall, wo eine Bank aus der Schweiz mich kontaktiert hat und die wollten mich als Speaker haben und die meinten, es gibt ein Problem. Ja, ich kenne keine Probleme. Was ist denn Ihr Problem? Ja, es ist mir unangenehm. Sag ich, ja, dann sagen Sie, was wünschen Sie? Sie wünschen, dass ich zu Ihnen komme? Ja, Sie müssen zwei Dinge erfüllen. Sag ich, müssen muss ich schon mal gar nichts, aber was sollte ich erfüllen? Ja, und sie meinte dann, ja, lange Haare geht schon mal gar nicht auf der Bank, ja, und ich bin jetzt schon viele, viele Jahre her und ich müsste einen Anzug tragen, ja, und dann habe ich gesagt, nein, ich werde weder meine Haare abschneiden, noch werde ich einen Anzug tragen, ich bin so, wie ich bin, passt ist gut, passt nicht, ist das auch okay, und das finde ich sehr, sehr cool, dass du absolut authentisch bist, das finde ich mega, mega stark. Dann sehe ich dich auch immer wieder irgendwo grinsend neben Mountainbike. Ja. Warum mountainbikest du so viel? Also, wenn mich Menschen, die mich ganz, ganz früher kennen, die wundern sich sowieso, dass ich Fahrrad fahre, weil ich glaube, ich war bestimmt schon 20 oder sowas, bis ich mir, glaube ich, überhaupt ein neues Fahrrad gekauft habe. Ich habe, als ich einen Mofa-Führerschein gemacht habe, mein Fahrrad weggeschmissen und habe gesagt, ich fahre nie wieder Fahrrad. Fahrradfahren ist total doof. Ich fahre lieber Mofa. Und dann irgendwann bin ich tatsächlich
Ja, weil meine beste Freundin auf dem Berg bei uns zu Hause gefahren ist mit dem Fahrrad. Ich so einen kleinen Wettstreit hatte mit ihr und so nach dem Motto, das packe ich auch. Und habe ich mir in einem Supermarkt mehr oder weniger ein Fahrrad-Mountainbike gekauft. Und da habe ich auf einmal Blut geleckt, weil ich bin ja so ein Wettkampftyp. Und jetzt bin ich auch noch ins Sauerland gezogen. Und hier haben wir ja halt auch lauter Berge. Ich wohne jetzt in Olsberg, wohne jetzt quasi, also fahre immer um den Olsberg rundherum. Das macht mit dem Rennrad schlichtweg keinen Sinn. Und das habe ich einfach, ich liebe das, auch so ein bisschen die Anspannung, also ein bisschen mit Kraft zu fahren. Und da ist Mountainbiken halt das Richtige. Also ich fahre regelmäßig, bin heute Morgen auch, einmal um den Berg rum. Und wenn es mich dann packt, so mittendrin, fahre ich auch schon mal auf den Berg hoch. Und das ohne Motor, also tatsächlich noch mit ganz normalen Beinen, gut trainiert. Und das ist sowas, dass ich mag das einfach. Also das ist Ausgleich. Und jetzt natürlich für die achtsamen Leute, die sagen jetzt, Andreas, aber du sollst doch immer nur eine Sache machen. Das erzähle ich übrigens auch. Aber ich lerne dabei. Also für mich ist Fahrradfahren tatsächlich ein Sport. Ich habe dann einen Kopfhörer drin und höre dann Hörbücher ohne Ende, teilweise auch YouTube-Interviews. Also ich weiß jetzt schon, was ich morgen früh machen werde. Dadurch, dass ich ganz oft bei Kitzel den Dämon irgendwann in so einem Status bin, wo ich nicht mehr selber antworte, je nachdem, was das für Fragen sind, weiß ich auch schlichtweg nicht, was ich gesagt habe, weil es durchgeflossen ist. Und dann werde ich morgen früh auf dem Fahrrad mir dieses Interview anhören, um zu gucken, was ich denn alles erzählt habe. Also ich nutze das Fahrradfahren tatsächlich auch zum Lernen, weil ich halt wirklich das ja auch am Hörbuch hören bin und so weiter und natürlich den Sport, den ich halt auch brauche. Und Mountainbike ist für mich was, ist gelenkschonend. Ich habe früher Handball gespielt, ich konnte eine ganze Zeit lang nicht mehr joggen, weil die Knie im Eimer waren. Das hat sich mittlerweile gegeben, habe aber dann auch wieder in einem Wettkampf so viel Gas gegeben, dass ich übersäuert war, dass ich keinen Bock mehr hatte auf Laufen, deswegen fahre ich Fahrrad. Und wenn ich irgendwann mal wieder ins Schwimmbad darf, also bei uns, also so, dass man ohne Kontrollen da reinkommt, weil morgens darf man 2 Stunden quasi schwimmen, da ist nur ein Bademeister da, dann hat so einen automatischen Chip, das gibt es seit Corona nicht mehr, dann würde ich auch noch einmal die Woche schwimmen gehen, das mache ich auch noch total gerne. Ja, super, mega. Dann freue ich mich sehr, dich in St. Moritz mit deinem Mountainbike zu begrüßen. Das wird dann aber richtig anspruchsvoll. Das hier sind keine wirklichen Berge hier. Ja, genau. Das habe ich mehrmals gedacht, als ich dich gesehen habe. Ich habe gesagt, der liebe Andreas muss nach St. Moritz kommen. Da macht er so wie die richtigen Cracks hier. Die schaffen den ganzen Tag. Um 18 Uhr vorm Abendessen hocken sie schnell auf ihr Bike, fahren auf 3.500 Meter hoch, dann Downhill und dann fängt der Abend an. Da habe ich gedacht, genau. Das wäre doch mal eine Challenge für den Andreas. Das würde ich nicht packen. Also das wäre das, also das, da würde mein aktuelles Training definitiv nicht ausreichen für. Okay, aber es ist, ich bin fasziniert von diesen Leuten, ja. Ohne Motor, wie die da hochradeln und in was für einem Wahnsinnstempo die da runterschießen. Also mega, mega. Wobei runter mag ich gar nicht so. Also ich bin kein Downhiller. Das haben wir hier auch. Winterberg, Willingen haben wir Downhill ohne Ende. Das ist überhaupt nicht mein Sport, weil runterfahren finde ich dann erstens auch ein Stück weit gefährlich und zweitens auch langweilig, weil das strengt mich ja nicht mehr an, außer an den Armen. Und da hast du einen unglaublichen Druck auf den Arm, das brauche ich nicht. Nee. Ja, super. Ich finde das gut, dass du dich weiterbildest. Das nennt man auch das sogenannte Doppelzeitverwendung. Ich finde das einfach mega cool. Nicht nur die eine Sache machen, sondern die andere Sache gleich dazu. Also kann man es sehr, sehr, sehr gut nutzen. Dann, soweit ich das jetzt bisher herausgefunden habe, hast du noch nicht geheiratet. Ist das richtig? Nein. Was liegt denn da dahinter? Wieso legitimierst du nicht deine Beziehung? Also die Beziehung ist ja legitimiert dahingehend, dass wir jetzt auch schon seit 11 Jahren zusammen sind. Wir haben eine gemeinsame Tochter. Die Frage kann ich ganz schwer beantworten dahingehend, weil die Entscheidung ja nicht ausschließlich bei mir liegt. Und das Gründe hat, die müsste jetzt tatsächlich meine Partnerin dann auch beantworten. Und das wäre jetzt dann, glaube ich, nicht fair, wenn ich sie beantworten würde. Aber so viel gesagt, wir sind sogar seit 8 Jahren verlobt. Oh, ja. Dauerverlobtenschleife heißt das, oder? Nein, also das hat tatsächlich Gründe, die ja. Ich aber für meine Partnerin jetzt nicht beantworten kann. Also das wäre jetzt, ne, genau. Okay, aber vielleicht hilft es, wenn du mal mit ihr nach Venedig gehst, weißt du, sie ins Kempinski Hotel San Clemente einlässt. Okay. Da kann ich dir sagen, dass das jetzt Tränen runterrühren würde, weil wir hatten... Bei dir oder bei ihr?
Bei uns beiden. Wir haben vor Corona tatsächlich eine AIDA-Kreuzfahrt gebucht ab Venedig, mit 2 Tage Aufenthalt in Venedig, weil das sollte das letzte Jahr sein, wo quasi Kreuzfahrtschiffe in Venedig anlegen. Und der Rest ist ja Geschichte, was da so 2020 uns dann, 2019 war es ja schon, ne? Ja, ja. Nee. Doch, 2020. 2020 einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Also das war sehr schade. Also weil das war alles gebucht und wir wären nämlich quasi in Venedig gewesen. Ich habe sogar auch davon erzählt, dass du ja auch immer im Kempinski bist und so weiter. Also ich hatte schon einen gewissen Bezug zu Venedig. Ne? Also, jetzt und da hättest du ja dann einen Hochzeitsantrag gemacht. Den hat sie doch schon. Ach so. Wir sind ja seit 8 Jahren verlobt. Die Antwort war ja, aber nicht gleich. Ach so, ja. Okay, gut. Genau. Okay, und wie lange bleibst du jetzt in dieser Warteschleife? Also das ist ja jetzt soweit jetzt erstmal, ist ja sehr in Ordnung, weil ich meine, der Trauschein ändert ja im Endeffekt, was macht es jetzt positiv? Im Endeffekt hat sie eine Absicherung, eine finanzielle. Aber mehr ist es ja dann am Ende auch nicht mehr. Und ich bin halt auch nicht mehr in der Kirche. Also das heißt, ich bräuchte jetzt noch nicht mal irgendwie dieses kirchliche Brimborium. Mhm. Das heißt, im Endeffekt wäre es auch eine relativ stinklangweilige, wie nennt man das dann, wo finden das denn statt? Also ich mache Standesamt, das Wort habe ich gesucht. Ja, ich mache dir jetzt einen Vorschlag. Ja. Hör dich einfach an, weil ich finde, du hast eine wunderschöne Frau, du hast eine wunderbare Tochter und du bist eh eine coole Socke. Ja? Danke. Sehr gerne. Im Kempinski Hotel in San Clemente in Venedig, das ist eine Insel für sich und da gibt es auch eine Kirche. Ja? Und falls du einen vernünftigen Redner brauchst für deine Hochzeit in der Kirche, dann tue ich das sehr, sehr gerne für dich, lieber. Danke, Ernst, das weiß ich zu schätzen. Weil das ist magisch, dort habe ich schon einige Predigten gehalten und das ist diese Schwingung da drin, das ist wunderschön. Also da brauchst du nicht einen beglaubigten Pfarrer haben, das kann auch ein freier Redner sehr, sehr schön machen. Sehr schön. Ich lass Bianca einfach mal die Folge gucken. Mal gucken, was. Ja, genau. Guckst du einfach mal, ob das irgendwas auslöst. Also, meine Tochter guckt das auf jeden Fall. Also, sie guckt sich die Folgen an. Also, von daher, ja. Ja, mega cool. Gut, dann haben wir das mit der Hochzeit geklärt. Dann, was mich einfach wundert, ja, du hast ja gesagt, wir dürfen offen reden. Ist das nach wie vor so? Ja, ja. Ja, okay. So, du bist so ein geiler Typ, ja. Du hast so viel Wissen, du hast so viel Können. Die Leute lieben dich, das sieht man ja. Die folgen dir jeden Mittwoch, ja. Und sie lachen, das sieht man jetzt auch hier an den ganzen Bildern. Die sind fröhlich. Gut, die Schweizer lachen nicht so, die sind eher ein bisschen ernst, ja. Okay, in Schweiz gibt es im Moment ja auch nicht so viel zu lachen. Ja, die haben jetzt ja die verschärfte Variante der ganzen Geschichte. Ja, kommen wir drauf zurück. Also du hast den Menschen so viel zu geben. Ich habe dich ja erlebt, was du alles drauf hast, was du alles kannst. Ja, so und du kannst jetzt vielleicht erahnen, wo es hingeht. Warum springst du nicht komplett in die Selbstständigkeit und dann springst du gleich so weit, dass du gleich ins Unternehmertum reinkommst? Ja, also, das ist immer, ich glaube, die Frage, die Antworten kommen wahrscheinlich immer zeitlich sehr unterschiedlich, in welchem Befinden ich gerade bin. Aber so, ich sag mal so, was so alltauglich ist, was hält. Ist, dass ich tatsächlich, ich habe einen Wert, der mir von klein auf mitgegeben ist. Das ist, ich vermute, nicht meiner. Und zwar der Wert Sicherheit. Ich bin so aufgewachsen, dass halt Sicherheit eine sehr, sehr große Rolle in meiner Familie gespielt hat. Also das heißt, mein ganzes Leben hat sich mit Sicherheit auch geprägt. Mein Elternhaus ist halt auch komplett so, also angestellt. Mein Vater ist also Abteilungsleiter gewesen von einem Finanzbuchhaltung in einem großen Industrieunternehmen. Und das heißt, so mein komplettes Bild war ja immer so auch geprägt mit sicheren Job, mit Karriere machen. Und so ist ja mein Leben auch abgelaufen, nur dass ich es in der Bank gemacht habe. Ich bin auch Führungskraft gewesen, sehr gute Führungskraft, alles mit sicherem Gehalt. Und meine Oma sagte, Bub, geh auf die Bank, hast einen sicheren Job. Also das heißt, ich bin sehr, sehr sicherheitsgeprägt oder sicherheitsorientiert geprägt. Das ist das, was noch tief drin ist.
Dann hat sich aber dann rausgestellt, als ich irgendwann festgestellt habe, das sind ja alles nicht meine Ziele und ich müsste eigentlich mehr in die Freiheit reingehen. Und dann habe ich ja mit meinen Persönlichkeitsentwicklungen angefangen. Dann hat sich dann bei einer Wertepyramide quasi oder bei einer Werteskala bei mir aufgestellt, dass diese Sicherheit immer ganz oben stand. Das ging dann immer so ein Stückchen mal runter und irgendwie hat sich so unten langsam die Freiheit eingeschlichen und stieg. Und so je mehr ich mich entwickelt hat, kam ich in diesen Freiheitsdrang und habe natürlich diesen Wertekonflikt. Der hat mich auch stellenweise sehr zerrissen. Ich habe auch schon dreimal den Antrag quasi, beziehungsweise sagen wir zweimal ernsthaft den Antrag gestellt, zu gehen. Und vor 2,5 Jahren war das letzte Mal, also vor 2,25 Jahren. Und es war auch alles schon in mehr oder weniger trockenen Tüchern. Also man hat noch momentan verhandelt, wer was bezahlt. Und dann kam mein damaliger oder jetziger Bereichsleiter auf mich zu und hat 20 Minuten Zeit gehabt, um mich zu überzeugen. Und in den letzten 2 Minuten haben wir dann, ich habe dann 18 Minuten mich gewehrt, dass ich partout nicht wollte, weil mir so vieles auf den Sack ging. Und ich habe gesagt, ich springe jetzt. Also der Sprung war quasi gedanklich schon vollzogen. Hat sich auch sehr geil angefühlt. Und dann war die Frage, was ich denn wirklich will und was er mir bieten könnte. Sag ich, das, was ich will, ist Selbstbestimmung und Freiheit. Und das Schöne war, er hat mir das gegeben, weil ich habe gesagt, wenn ich als Experte gebucht werde von einem Manager, dann erwarte ich, dass der das tut, was ich sage, weil er hat mich als Experte gebucht und fängt nicht an, mit mir zu diskutieren, was er anders da machen könnte und wie ich meine Meinung verändere. Und dann sage ich also, wenn ich als Experte gebucht wird, dann meine Meinung, wenn sie ihm nicht gefällt, kann er sich einen anderen Experten suchen. Und dann sagte mein Bereichsleiter, okay, das machen wir. Und er unterstützt mich dabei und genau das erlebe ich seit über 2 Jahren in diesem Bereich. Also ich habe gesagt, also wir hatten einen Deal, so nach dem Motto, probieren Sie es halt mal aus und dann gucken wir und wir reden in einem Jahr nochmal. Und wir haben nicht mehr drüber reden müssen, weil ich habe momentan in einem Konzern, in einem also scheinbar sicheren Job, sage ich jetzt gleich auch nochmal 2 Sätze dazu, habe ich einen Traumjob dahingehend, dass ich wirklich mir einen Job gestaltet habe, der genau das gleiche inhaltlich ist, wie das, was ich draußen tue, nur mit unterschiedlichen Charakteren. Also da sind es halt eher Manager in dem Konzern und draußen sind es eher Angestellte, auch teilweise Führungskräfte, die einfach aus dem bezahlten Sklaventum raus wollen und ihrem Herzen folgen wollen. Und das Schöne ist halt, ich musste meinen Sicherheitsanspruch nicht senken, sondern konnte ihn beibehalten und trotzdem das tun, was ich will. Und irgendwann wurde mir so vor einem Jahr, 1,5 Jahre, wurde mir das bewusst, dass ich ja Menschen helfe, die in einem Konzern zum Beispiel drin sind, im Angestelltenverhältnis, gerne ihrem Herzen folgen wollen, aber sich genauso wie ich nicht getraut haben oder trauen, zu springen. Aber trotzdem schon ihr eigenes Leben aufzubauen, ihrem Herzen zu folgen. Und da habe ich gesagt, wenn ich jetzt das doch so weitermache, dann bleibe ich mir ja wenigstens treu, auch in der Außenwirkung. Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, ich arbeite nicht an dieser Blockade, in Anführungszeichen. Also den Wert Sicherheit, den könnte ich ja tauschen, drehen, den kannst du ja bearbeiten. Ich habe für mich aber tatsächlich dann beschlossen, nee, das möchte ich aktuell nicht. Das ist die Geschichte, die sich über die komplette Zeitspanne gibt. Jetzt gibt es aber auch immer mal wieder Situationen. Ich habe jetzt gerade gestern wieder eine erlebt. Also ich hatte ein mega geiles Wochenende, also wirklich super motiviert rauskommen. Ich sitze heute am Montagmorgen, sitze ich dann da. Ich habe eine Mail gekriegt, das war genau dieses Ding. So nach dem Motto, wir brauchen einen Experten, ich liefere eine Antwort. Nein, wir haben darüber nachgedacht, die Antwort ist nicht das, was wir brauchen. Dann denke ich so, leck mich doch am Arsch. Also, weißt du, das ist dann, da denke ich so, wenn ihr es doch nicht anders da wollt, dann macht doch einfach. Aber dann schreibt ein Skript, erzählt es halt selber, aber stellt einen Experten davor, der dann das erzählt, was ihr gerne hättet. Und da sitze ich dann da und denke dann auch wieder so, brauche ich das? Das sind dann so Momente, wo ich sage von wegen, wie ging das nochmal mit den Blockaden auflösen? Ich würde jetzt gern springen. Ne? Also auf der anderen Seite sitze ich dann auch wieder und habe heute wieder einen Tag gehabt, der einfach nur wieder sensationell war. Und das ist das, warum ich einfach sage, also meine Komfortzone ist kuschelig, mir geht es auch gut. Jetzt auch die Leute, die mit jetzt waren am Wochenende in Halle, die wissen das auch. Ich hatte es eben gerade noch, bevor wir losgelegt haben, ich habe am Freitagmorgen habe ich 600 Euro an die Schule gespendet von meiner Tochter, weil wir das Buch Ein Hund namens Money dort unterbringen. Und ich habe 2 Stunden später ging es bei mir los, bis noch gestern ein Umsatz nach dem anderen. Und ein Vielfaches von dem, was ich gespendet habe, habe ich quasi umgesetzt in den letzten Tagen, wo ich auch einfach sage, von wegen,
es funktioniert ja irgendwie alles gerade, das, was ich mache. Klar, und jetzt weiß ich ja ernst, was du auch machst, das kann natürlich auch anders gehen. Aber ich fühle mich momentan tatsächlich sehr wohl mit der Konstellation. Aber wenn ich mal wieder so einen Scheißtag habe wie gestern Morgen, rufe ich dich an. Ja, super. Also dann machen wir das Mäntelchen drüber. Du fährst im Moment die Hybridlösung, ja? Ja, genau. Noch nicht ganz Hybrid. Ja, Hybridlösung, das ist ja das neue Zauberwort heutzutage. Das eine tun und das andere nicht lassen. Ja, und so erlebe ich natürlich auch in meiner Welt ganz, ganz, ganz viele Leute, die ja gerne würden, aber dann doch nicht so richtig. Sie bleiben in ihrer alten Welt, sie gehen ein bisschen vor und dann gehen sie wieder in ihre alte Welt. Und für die habe ich natürlich, ich mache mir immer Gedanken, was brauchen die Menschen, wie kann ich den Menschen einen Mehrwert bieten. Und da bist du herzlichst eingeladen, das weißt du auch, übrigens auch die ganzen Teilnehmer hier. Es geht um das Seminar Selbstständigkeit und Unternehmertum. Und da zeige ich einfach, wie geht man fulminant in die Selbstständigkeit, wie arbeitet man mit den Ängsten, die einfach da sind. Du hast ja auch das Wort verwendet, man spricht ja oft von Sicherheit. Wenn ich angestellt bin, habe ich Sicherheit. Ja, das ist einfach eine Pseudosicherheit. Das erleben wir ja immer wieder, wie schnell dann manche Menschen einfach weg sind. Das Risiko ist die heutige Sicherheit. Das hat Randy Gage hat darüber auch ein Buch geschrieben. Sehr, sehr, sehr spannend. Und da zeige ich einfach Wege auf, wie schaffst du es, deine alten Glaubenssätze umzuwandeln und in die Freiheit zu kommen, wirklich in die absolute Freiheit, wo dir nie mehr irgendjemand was sagt. Du bestimmst dein Gehalt, du bestimmst alles. Und das Thema ist auch nicht nur selbstständig sein, weil dann kommst du ja in die Falle rein von selbst und ständig, sondern geh von der Selbstständigkeit gleich ins Unternehmertum. Bau dir gleich ein Unternehmen auf mit einem Team. Und wenn man weiß, wie es geht, ist das sehr, sehr einfach. Und mein Thema ist einfach, kommt vorbei, schaut es euch an. Das Seminar kostet gar nichts. Dann ist immer die Frage, wieso schenkst du das? Weil ich meine große Devise ist, meine Mission ist, Menschen in die Freiheit zu führen, in die absolute Freiheit. Und das heißt, ein eigener Chef zu sein, ein Unternehmen zu sein, ein Unternehmen zu haben und auch anderen Menschen die Chance zu geben, im eigenen Unternehmen unter positiven Aspekten zu arbeiten. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil es gibt einfach Menschen, die möchten auf gar keinen Fall selbstständig sein, aber die sollen wenigstens eine gute Anstellung haben mit einem guten, visionären Chef. Und du bist ein absoluter, großartiger Visionär. Du bist ein absoluter Herzensmensch. Und du kannst den Menschen so viel mitgeben. Und dann in meiner Welt hat man auch eine Verantwortung, wenn man das alles schon mitbringt und hat, dass man wirklich, wirklich sagt, komm, ich baue jetzt ein Unternehmen auf, wo viele Menschen einen Arbeitsplatz finden. Das einfach so als Input. Und wenn jemand von euch sagt, wow, ich würde das gerne machen, ich würde gerne mir das anschauen, du bezahlst wirklich nur die Hotelübernachtung mit Frühstücksbuffet, anteilig kleine Obolus an Hotelkosten, das Seminar im Wert von fast 3.000 Euro, 2.970 Euro plus Mehrwertsteuer, ist frei. Weil Menschen in die Freiheit zu führen und das dann zu sehen, wie sie hinkommen, wie sie ängstlich sind und sagen in der ersten Stunde bei der Vorstellung, ich mache mich auf gar keinen Fall selbstständig, ich höre mir es einfach nur mal an. Und wie du merkst, nach und nach, von Stunde zu Stunde werden sie lockerer, plötzlich sehen sie neue Perspektiven, neue Möglichkeiten. Und das ist natürlich für dich als absoluter Charismatiker und du hast für mich auch eine wahnsinnig große Leader-Funktion, ja, funktioniert ja sehr, sehr gut und ja, das so als Input meinerseits. Lieber Andreas, ich reiche dir die Hand, komm vorbei. Es ist nicht so weit weg, St. Moritz ist ja zu weit weg, habe ich schon gehört. Bad Dürkheim, Mannheim ist vielleicht anderthalb, zwei Stunden. Das kriege ich hin. Ja, das geht und das sind letzten Endes auch nur zwei Tage. Wir starten am Freitag um 15 Uhr und am Samstag 15 Uhr ist das schon wieder vorbei. Lieber Andreas, wie schaut jetzt unabhängig vom Beruf, das wollen wir jetzt weiter nicht vertiefen, wenn du jetzt die Botschaft bekommst, lieber Andreas, du hast jetzt noch einen Tag, darfst du noch auf dieser Erde bleiben, was würdest du tun an diesem einen Tag? Also heute Abend bekommst du die Botschaft, Andreas, morgen, letzte Chance, was würdest du tun? Mit meiner Tochter nochmal nach Teneriffa fliegen und
wahrscheinlich in den Europark gehen. Weil ich war mit meiner Tochter und meiner Partnerin auf Teneriffa, war auch vorher schon mal mit meiner Partnerin dort. Für mich ein absoluter Kraftort, ein Traumort, der Ort, wo ich auch hin auswandern werde, würde, wie auch immer, ich weiß es noch nicht so genau, aber das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und ich liebe diese Insel einfach, es ist einfach eine magische Insel. Und meine Tochter war sich auch mit mir einig, wir bleiben jetzt hier, wir fliegen nicht mehr nach Hause. Und das wäre was, ich glaube, die Chance würde ich jetzt noch nutzen, dass ich noch ratzfatz einen Flieger kriege, da nochmal hinfliege und mit ihr quasi die letzten Stunden auf Teneriffa verbringe. Und Loro Park war für sie sehr, sehr schön. Also sofern der eben momentan überhaupt offen ist, ich weiß es gar nicht, würde ich da mit ihr nochmal eine richtig schöne Zeit verbringen. Wow, sehr, sehr, sehr berührend. Und das kann ich einfach nur jedem empfehlen. Ich mache das auch bei meinen Schulen, Seminaren, bei meinen Coachings, dass wir uns einfach bewusst sind, was tust du, wenn du noch einen Tag hast? Was ist dir wirklich, wirklich wichtig? Wir tun oft im Leben so, als hätten wir ein ewiges Leben, als gäbe es nicht irgendwann einen Abschluss. Und ich erlebe das sehr, sehr oft. Die Leute sind dann irgendwann alt und sind auf dem Sterbebett, hatten so viel vor und haben viele, viele Dinge einfach nicht getan. Das ist schade, schade, schade. Du hast sehr schön gesagt, ich würde gerne mit meiner Tochter das machen. Und es ist doch wunderschön, das zu erkennen. Was liegt mir wirklich sehr am Herzen? Die Tochter hat gesagt, wow, weißt du was, Papa, lass uns einfach hier bleiben. Jetzt schlage ich gleich mal die Brücke. Hast du ein Unternehmen, kannst du auf Teneriffa bleiben? Du kannst das von überall aus steuern. Also ich könnte das tatsächlich schon. Ich habe ja auch den riesen Traum und deswegen haben wir zwei uns ja überhaupt kennengelernt. Ich habe ja gesagt, ich möchte ja mal ein halbes Jahr auf dem Kreuzfahrtschiff. Möchte ich ja, also das ist kennengelernt, aber dadurch habe ich die Entscheidung getroffen, auf das Thema auszusprechen. Auf ein halbes Jahr auf dem Kreuzfahrtschiff quasi zu verbringen, um der Welt rumzureisen. Und mit meinem Business könnte ich das ja durchaus tun. Ich könnte das selbst, wenn ich jetzt mit der Bank nochmal reden würde, ob es okay ist, wenn ich mein mobiles Arbeiten auch mal auf ein Schiff oder ins Ausland verlagern. Momentan ist es offiziell nicht genehmigt, aber grundsätzlich technisch würde das gehen. Könnte ich tatsächlich selbst in meinem jetzigen Angestellten-Business in Teilzeit, könnte ich das auch machen. Und das wäre grundsätzlich machbar. Die Herausforderung ist tatsächlich, meine Partnerin ist Leiterin von einem Kindergarten. Ich kann schlecht den Kindergarten mitnehmen. Aber vielleicht auch mal ein halbes Jahr Sabbatical wäre ja für Bianca auch möglich. Aber dann wird jetzt Sandra ausflippen, weil die Chefin nicht da ist. Ne? Aber das muss auch mal so gehen. Komm mit mir nach Teneriffa. Ja, dann nehmen wir den ganzen Kindergarten mit und dann ist gut. Genau. Und, genau. Aber eins ist mir noch eingefallen, Ernst, was ich noch tatsächlich machen würde an diesem Tag zusätzlich. Ich würde tatsächlich noch, nee, ich soll ja das Wort würde nicht nehmen. Ne? Ich tue an dem letzten Tag, ja. Genau, also ich tue. Nein, tust auch nicht, du tust. Ohne. Ja, ich tue, das klingt aber auch nicht deutsch, oder? Ich tue an diesem Tag. Das ist oder ich mache an diesem okay. Tag. Also ich erkläre ihr an dem letzten Tag im Flieger auf Teneriffa, wo wir sind, was aus meiner Sicht die wichtigsten Dinge sind, die sie in ihrem Leben beachten muss. Ich tue das ja jetzt auch schon. Also ich meine, du kennst es ja auch. Ich habe ja mit 4 Jahren mit ihr angefangen, einen Hund namens Manni zu lesen und was weiß ich nicht alles. Also das heißt, ich werde ihr definitiv alles mitgeben in dem Moment, was mir noch einfällt, was ich in den 24 Stunden ihr noch erzählen kann, was wirklich wichtig ist, damit sie ein erfolgreiches, glückliches, gesundes und vor allen Dingen selbstbestimmtes, freies Leben leben wird. Das werde ich dann an der Stelle dann auch noch tun. Und das tue ich dann an der Stelle. Genau, super. Da bin ich ein bisschen motiviert oder angeregt von Alex Fischer, der ja dieses Buch Reicher als die Geissens geschrieben hat, weil er gesagt hat, ich wollte das sind dann 450 Seiten geworden, in 450 Seiten meinem Sohn erklären, was im Leben wirklich wichtig ist. Mhm. Und so, das ist der Hintergedanke, das ist das, was ich ihr dann an dem Tag auch mitgeben werde. Super. Hast du schon angefangen zu schreiben, was wirklich wichtig ist? Nein. Aber ich bin warum dran. Noch nicht? Nein, warum? Ja. Was habe ich eben? Ich war eben noch in einem anderen Workshop vorne davor. Ich brauche noch mal mehr Zeit, also sprich mehr Fokus. Ich muss mich weiter priorisieren. Läuft gerade so toll rundum, dass ich gerade merke, okay, ich muss noch mal ein paar Sachen loslassen. Also ich mache noch ein paar Sachen zu viel, ist der Punkt. Hast du ein iPhone? Ja, klar. Hast du? Hat das Sprachmemo? Ja, selbstverständlich. Ah, alles klar. Folgender Input, vielleicht ist das eine Möglichkeit, währenddem du radelst, anstatt dass du nur was reinholst,
sprich doch einfach, du kannst das ja in der Hosentasche haben, über Kopfhörer, ja. Sprich einfach rein, was wichtig ist, schick das weiter. Es gibt wunderbare Assistenten, die das abtippen, weil auch da erlebe ich so oft, Leute wollen was weitergeben und dann kommt Unfall, dann passiert irgendwas, dann kommen sie nicht mehr dazu. Und wenn du sagst, das ist mir so wichtig, ich würde meiner Tochter da alles mitgeben. Ich habe noch eine ganz andere Idee, Ernst. Ja, gerne. Weil das ist ja das zum Beispiel, was ich ja liebe. Ich schreibe ja wirklich nicht gerne. Ich habe immer irgendwann gesagt, ich werde ein Buch schreiben. Ich weiß. Lassen. Ne? Ich schreibe es nicht. Also, weil ich habe keinen Bock zu schreiben. Und das mit dem Sprachmemo, das ist ja sowas, das, was ich ja mache, ich nutze ja dieses Format. Das heißt, ich werde ja gefragt. Also im Endeffekt, den ganzen Input gibt es ja. Und wenn du auf die Website gehst, andreasdämon.de/kitzeldendämon, zusammengeschrieben mit AE, kommst du ja auf die Seite, wo quasi alle diese Aufzeichnungen ja schon drin sind. Also die 13 Staffeln sind ja schon drin, die 14. wird dann morgen oder übermorgen rein. Und das heißt, die könnte ich jetzt bin ich wieder im Konjunktiv, ja, also, ja, aber ich habe ja, weil ich es halt schlichtweg noch nicht gemacht habe. Aber ja, ist okay. Ja. Ich habe das komplette Wissen eigentlich da drin. Mhm. Und wenn ich das komplett transkribieren und zu einem Buch schreiben lasse, habe ich wahrscheinlich so einen Schinken. Ja, ist doch super. Du machst doch mehr Argumente, ja. Von daher ist alles da. Oder alle meine Videokurse, die ich habe. Ich habe noch eine Facebook-Gruppe, wo ich 5 Live-Videos gemacht habe, die da drin sind, wo ich erkläre, wie ich mich selber quasi fokussiere. Also wie ich mein Ziel gefunden habe, wie ich meinen Tag strukturiere, wie ich automatisiere und delegiere, wie ich Probleme löse. Also das, was ich bei dir auf dem Schiff damals erzählt habe. Das heißt, da habe ich 5 Stunden Content. Wenn ich das auch noch nehme, habe ich noch ein Buch. Also das geht tatsächlich. Der Content ist da, liegt auch auf meiner To-Do-Liste. Also es ist halt einfach, ja. Okay. Aber es ging ja darum, was würdest du machen, wenn du noch einen Tag hast? Und da hast du gesagt, ich würde mit meiner Tochter nach Tenerife fliegen und ich würde ihr, danach hast du gesagt, ich würde ihr alles sagen, auf was es drauf ankommt. Genau. Also ich gebe dir die Links zu meinen Büchern. Ist okay. Aber vielleicht schaffst du es, für deine Tochter einfach Botschaften zu geben. Du bist ja noch da und wir wünschen uns alle, dass du noch ewig da bist. Ja. 100 Jahre noch. Ja, genau. 100 Jahre mindestens oder 120. Es ist aber einfach schön, wenn man für sein Kind eine Nachricht hinterlässt, für den Moment, wo du mal nicht mehr da bist, ja, dass dein Kind deine Stimme hat. Das ist sowas Wichtiges fürs Herz. Wir haben das auch mit einem guten Freund von mir gemacht, ja. Und seine Kinder hören sich das immer, immer wieder an. Er ist leider nicht mehr da, ist verstorben. Und die sagen, das gibt uns so viel Halt. Der Papa spricht da mit uns, ja. Und das finde ich etwas Wunderschönes. Mach das oder mach das auch, wenn du vielleicht deiner Freundin oder einfach wichtigen Menschen was sagen willst. Ja klar, du kannst das one-to-one sagen, aber ich finde, so eine Hinterlassenschaft, eine positive, hat einfach was. So, als kleiner Input. Gut, also inspiriert mich. Schön. Das sind gute Fragen, die bringen ja nicht nur mich zum Nachdenken. Das ist total klasse. Danke. Danke, ich danke auch. So, lieber Andreas, jetzt wollen wir wissen, wie schaut deine Bucketliste an? Bucketliste, deine Löffelliste, ja. Ich wünsche mir, dass du da 1000 Punkte hier aufzählst und begründest. Hast du keine Bucketliste? Nein. Also ich weiß, dass es die gibt. Das war ein Leben mit 1000, ja. Genau. Nee, ich habe sie tatsächlich nicht für mich geschrieben. Ja. Ich habe mich irgendwann mal bewusst dagegen entschieden. Und zwar, ich bin mittlerweile auf einem ganz anderen Trip unterwegs. Du kennst mich, glaube ich, auch noch so, aber ich glaube auch noch ein Stückchen davor. Ich bin ein unglaublich strukturierter Mensch. Zielorientiert, beharrlich, diszipliniert. Und das war echt ein Krampf. Ich habe es hier gerade am Wochenende auch erzählt. Ich habe ein Medium kennengelernt, die mir auch helfen wollte. Und die hat dann irgendwann festgestellt, dass ich so ein Kontrollzwang habe, ein Kontrolltyp bin, dass sie es nachher abgelehnt hat, mit mir zu arbeiten. Und zwar, weil ich so dermaßen verkopft und strukturiert bin. Ich habe alles hinterfragt, die wollten mir helfen und ich habe das alles immer nur, also nur ich kann das Leben planen, ich kann das Leben kontrollieren. Ein Lebensereignis, als meine Tochter sich angekündigt hat, dass sie auf die Welt kommen will, also dass wir wussten, dass sie schwanger ist, meine Partnerin, waren wir im Wartezimmer und da hing ein Schild, Leben ist das,
also von der Frauenärztin, Leben ist das, was passiert, während du was anderes planst. Und der Spruch, der ist mir mittlerweile im Kopf, weil ich auch das sind Muster, die nicht meine waren. Ich habe mich so dermaßen in so eine Kontrollsituation reingebracht, dass ich aktuell, besonders so in den letzten 1-2 Jahren, daran arbeite, loszulassen. Ich will das alles gar nicht mehr planen. Ich will nicht sagen, das muss ich noch und das muss ich noch. Also ich habe so meine Lebensvision, die ich so anfangs ja eben erzählt hatte. Ich habe da ein ganz klares Bild. Ich bin wirklich ein Anführer der neuen Zeit. Das weiß ich. Ich kann das aber gar nicht begründen. Ich kann auch nicht sagen, wie sich das genau darstellt. Ich habe mich in Meditationen schon auf dem, das war mal bei einer systemischen Aufstellung, auf einem Ölberg gesehen, predigend, die Bergpredigt halten. Ich weiß, dass es übrigens zwei völlig unterschiedliche Orte sind, aber es ist scheißegal, so vom Bild her. Also für das, was jetzt hier sich gerade andeutet, was ja gerade passiert, das wird ja eine komplett neue Welt geben, da bin ich überzeugt von. Und dafür braucht es Menschen, die das auch mit anführen. Ich werde da einer davon sein, da bin ich mir hundertprozentig sicher, mag es mir jetzt auch größenwahnsinnig nennen oder wie auch immer. Aber das ist was, da lasse ich mich hinfließen. Und ich habe ein sensationell geiles Buch gelesen, Experiment Hingabe von Martin Singer. Und ich weiß nicht, wer den kennt, das kann man mal googeln. Martin Singer ist mittlerweile, ich glaube, ist Milliardär, also auf jeden Fall Multimillionär. Und zwar hat der irgendwann mal angefangen, also er hat immer mit Meditation und sowas, und hat dann angefangen, sich einfach dem Leben hinzugeben. Das heißt, alles, was ihm quasi passiert ist, hat er vom Gefühl her gesagt, das mache ich jetzt. Und dann kam ja sofort der Verstand und hat alles Mögliche hinterfragt, gemacht, getan und passt das jetzt? Und er hat gesagt, nee, ich mache es trotzdem. Und so hat sich Stück für Stück für Stück für Stück etwas ergeben, dass er sich einen Computer durch Zufall gekauft hat, durch Zufall etwas programmiert hat, durch Zufall eine Software für ein Medizinunternehmen, also für eine Arztpraxis oder sowas programmiert hat, durch Zufall andere das haben wollten, er andere eingestellt hat. Am Ende war er der größte Softwarehersteller in Amerika für Medizin. Software oder irgendeine Arztpraxen, irgend sowas, keine Ahnung. Und das hat mich so bewegt, weil ich auch einen anderen Kurs mitgemacht habe. Der war ein Satz, Königsdisziplin der Meditation, fang an loszulassen. Und das ist was ich gerade, das ist meine Challenge, die ich gerade mache. Ich fange an loszulassen. Ich möchte nicht mehr kontrollieren. Ich möchte nicht mehr planen. Und das Geile ist, je mehr ich das mache, umso mehr geschehen Wunder. Also das sind wirklich, du weißt es, Afterwork-Zoom-Stammtisch. Von einer Schnapsidee zur besten virtuellen Community, in der ich, also wir waren jetzt an einem Wochenende, ich glaube, es ist kein Geheimnis, an einem Wochenende auf einem Seminar. Jetzt gucke ich mal gerade Sascha, Moni und Jolien an, Felix, ne, also wir vier alleine waren, und Julia, wir fünf waren also auf dem Seminar. Wir haben 85% oder 80% der Teilnehmer gestellt aus dem Stammtisch. Das heißt, alleine, dass ich etwas getan habe, weil ich meinem Impuls gefolgt bin und habe es einfach fließen lassen, ohne zu wissen, wo die Reise hingeht oder sonst irgendwas, sind richtig tolle, große Sachen entstanden. Kitzel den Dämon. Stefan, wir hätten nie gedacht, dass wir das mal 14 Folgen lang machen, dass ein Ernst Krameri zu mir kommt und mir die Fragen stellt. Das sind alles Dinge, die sind einfach, jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut, das sind einfach Dinge, die sind einfach entstanden, weil ich sie einfach habe fließen lassen, weil Stefan hat gesagt, komm, lass uns das machen. Und deswegen, ich möchte keine Bucketlist, ich möchte keine Löffelliste. Ich möchte gucken, was bietet mir das Leben morgen, und dann reinzufühlen, eine Entscheidung zu treffen, bevor der Kopf anfängt. Und habe jetzt gerade, ich habe einen Auftrag gekriegt, bei uns in der Bank für eine Keynote zu halten. Und dann ging es darum, ja, wir hätten es aber gerne ein bisschen anders, da kannst du nicht 3x5 Minuten Vorträge halten. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass kurz nicht meins ist. Aber er hat das erzählt, so, wir machen Werbebotschaften in dieser, also so Werbepausen in dieser Gesamtveranstaltung, und du machst 3x5 Minuten Unterbrechung mit einer kurzen Keynote, Überschrift Veränderung. Und ich saß da, krieg Gänsehaut und sag, du brauchst nicht weiterreden, ich mach das. Ja, aber weißt du denn jetzt, wie du das machen willst? Du hast doch eben noch gesagt, sag ich, ist mir scheißegal, ich mach das und ich werde einen Weg finden. Ich fühle gerade, dass es richtig ist. Mein Kopf hat die ganze Zeit gemacht, hör auf mit dem Scheiß, du kannst keine 5 Minuten Vorträge. Aber ich tue es trotzdem. Und das ist das, und ich bin jetzt schon überzeugt davon, dass es einfach nur toll sein wird. Ja. Deswegen keine Bucketlist.
Wunderbar, das ist eine ganz großartige, fantastische Antwort. Du gehst einfach ins Urvertrauen, du bist ja angebunden und es ist alles für dich da, was du brauchst, ja. Ja. Mega, mega cool, Ivan. Also manchmal reißt die Anbindung noch ab. Das ist natürlich, das ist der Entwicklungsprozess, in dem ich bin. Ne? Habe ich auch am Wochenende gesagt, sage ich, ich bin eine ganze Zeit echt eine Raupe gewesen, aber ich stecke jetzt seit 2-3 Jahren echt in dem Kokon. Also das ist dieses, ne, also du weißt, du bist ein Schmetterling, aber du hast die Flügel noch nicht, du hängst noch in diesem Kokon. Aber ich finde diesen Prozess aber trotzdem geil. Also wenn ich mich einfach die letzten 3 Jahre selbst beobachte, ist einfach spannend. Du hast es ja auch, wir haben ja einen Podcast auch gemacht, wo du es ja auch selber gesagt hast, also alleine seitdem du mich kennst, das ist ja Quantensprünge, die da passiert sind. Ne? Und manchmal ist die Anbindung nicht da. Manchmal ist auch wieder der Kopf hier, ne? Und er sagt dann von mir, nee, kannst du nicht machen. Und, ja. Aber es macht Spaß zu sehen, je mehr, und das auch wieder, Erfolgsjournal schreiben. Ich liebe es, mein Erfolgsjournal zu schreiben und immer wieder reinzugucken, wenn ich auf einmal feststelle, siehst du, da hast du auch so ein Erlebnis. Du hast es losgelassen und es ist passiert, bam. Ja, du hast es losgelassen, es ist passiert, bam. Aber deswegen schreibt dir sowas halt auch auf. Ne? Das ist dann auch sowas, dass du eine Erfahrung machst, weil wir haben Intuition, glaube ich, alle abtrainiert bekommen. Wir haben Urvertrauen abtrainiert bekommen. Wir haben alles das, was uns... Also eigentlich müssten wir nichts tun. Wir müssen nur sein. Ja, sehr schön. Es geschehen ja jeden Tag ganz, ganz viele Wunder. Aber weil wir nicht aufnahmefähig sind, weil wir nicht angebunden sind, kriegen wir die Wunder gar nicht mit. Ja. Mega stark. Finde ich sehr, sehr cool. Super Einstellung. Danke. Dann wünsche ich dir weiterhin ganz, ganz viel Spaß auf dem Weg. Für alle anderen auch. Kommt in die Intuition, macht die Dinge einfach. So ist auch die Speaker Cruise entstanden. So sind meine ganzen Formate. Alles ist so entstanden. Kramer in Naturkosmetik ist so entstanden. Ja. Ich wusste damals auch nicht, ja, ich will irgendwann Kramer in Naturkosmetik, ich will irgendwann Naturkosmetikprodukte haben, sondern das war wirklich eine Eingebung. Und in dem Moment, wenn du da deinen Kopf einschalten würdest, dann wäre es gleich wieder vorbei, weil es ist mega, mega, mega aufwendig, das alles zu machen, auch mit den ganzen gesetzlichen Bestimmungen. Und ich wusste eines, ich werde geführt, ich werde geleitet und es wird alles wunderbar. Und jetzt gibt es schon 33 Jahre Kramer in Naturkosmetik. Genau das gleiche Thema war, das kann man an dieser Stelle auch mal ganz kurz anschauen, weil das ist eine Bestätigung für das, was du sagst, ja. Ich habe damals, ich war auf dem Schiff und ich habe gedacht, wow, es ist eigentlich so traurig, dass ich jetzt alleine auf dem Schiff bin mit einem Haufen alten Menschen hier. Und deren Hauptthema ist einfach, was essen wir jetzt und was für einen Ausflug machen wir mit und was ist heute Abend, was machen wir da, was spielen wir? Da habe ich gesagt, wie cool wäre es hier mit Menschen zusammen zu sein, die alle positiv sind, die was bewegen wollen in ihrem Leben, die einfach Spaß haben. Und dann war wirklich der Moment, die Angel, weißt du was, mach doch eine Speaker-Cruise, bring die Leute zusammen, keine dunklen Hallen mehr und, sondern wirklich wunderschön, das Schiff gleitet entlang und ich habe coole Menschen hier. Und dann war die Intuition, weißt du was, jetzt miet dir einfach ein Schiff. Ja? Da sagt mein Verstand, du bist völlig bescheuert, du hast keine Speaker, du hast keine Gäste, du hast keine Musiker, du hast nichts. Ja? Und die Stimme war einfach so stark, miete jetzt ein Schiff. Dann habe ich ein Schiff gechartert, ja. Und das kostet einiges im oberen fünfstelligen Bereich. Also ich hatte das Schiff und dann kam die Panik, dann kam der Verstand und sagt, ey, bist du wahnsinnig, das kriegst du nie hin, ja. Und dann wieder Urvertrauen, komm, das schaffen wir einfach, ja. Und dann habe ich wirklich nach oben geschaut und gesagt, okay, wie mache ich es jetzt, wie komme ich jetzt, brauche Speaker, ja. Und dann kam klar die Eingabe, du hast doch ein Handy, komm, mach Sprachnachrichten. So habe ich den Andreas Dämon, wie kam ich auf den Andreas Dämon? Der ist mir einfach aufgefallen bei Facebook, weil er immer so nett ist, weil er so positiv geschrieben hat, ist mir einfach aufgeblutet. Und dann quatsche ich ihn einfach an, ich liebe schnelle Nachrichten, 60 Sekunden, hey lieber Andreas, du, ich habe da einen Plan, ich habe da ein Schiff, möchtest du gerne als Speaker dabei sein? Und ja, Andreas, das kannst du jetzt erzählen, weil das fand ich so geil, weil das hast du wieder ausgesendet gehabt und ich habe es aufgenommen. Also, fantastisch. Genau, ja, ich hatte dann tatsächlich 2 Wochen vorher, hatte ich in einer Meditation mir vorgestellt, wie es doch ist, dass ich auf einem Kreuzfahrtschiff arbeite, was ich ja eben schon mal angerissen hatte. Mhm.
Und dass ich da mit meiner Family dann unterwegs bin und durchs ganze Land cruise. Und dann sage ich, ja, weißt du was, wenn du eh schon mal hier bist und wer schon mal auf so einem Kreuzfahrtschiff weiß, da ist ja so ein riesen Auditorium, wo ja dann auch solche Veranstaltungen dann stattfinden. Und dann denke ich, weißt du was, wenn du dann eh schon mal da bist, kannst du ja auch gleich einen Vortrag halten, weil die Leute können ja dann gleich was mitnehmen. Ne? Mhm. Und dann habe ich mich quasi auf diesem Kreuzfahrtschiff, AIDA, TUI oder was auch immer, ne, irgendwas Großes halt, habe ich mich halt da gesehen. So. Das war 2 Wochen vorher und dann kam die Sprachnachricht vom Ernst und mit Ernst war ich noch gar nicht so lange vernetzt. Ich hatte ihn schon wahrgenommen. Ich meine, er fällt ja jetzt auch auf. Gerade wenn man in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs ist, gehört er ja auch zu den Großen. Und habe ihm dann auch immer, wenn er was gepostet hat, das habe ich dann also kommentiert und dadurch sehen wir uns ja auch gegenseitig. Wenn du was bei dem anderen schreibst, dann kriegst du das ja auch von ihm angezeigt. Das ist ja das Coole. Und ich habe zu dem Zeitpunkt immer noch meine Live-Videos aus dem Auto gemacht, zum Schrecken von vielen. Was habe ich da Kommentare gekriegt? Ah, egal. Auf jeden Fall, da bin ich dann ihm aufgefallen und dann kam dann halt die Sprache. Ich erzählte halt von mir, ja, ich will auf dem Schiff das erste Mal sowas machen und Speaker auf dem Flusskreuzfahrtschiff, hättest du Bock? Und dann denke ich so, das war auch sowas. Ne? Also das Leben gibt mir was und ich sitze da, ich sitze so, ey, scheiße, ey, was hast du noch nie gemacht? Du hast noch nie eine Keynote gehalten. Ja, in der Bank schon zig Vorträge gehalten, aber noch nie in 20 Minuten eine Keynote. Und alles hat rebelliert, alles. Und so, nö, das machst du nicht. Ne? Und ja, ist ja auch eine Investition noch mit dabei. Und ich weiß noch, ich bin von Frankfurt nach Olsberg gefahren. Wir haben 3 oder 4 Sprachnachrichten geschickt. Ja, und dann habe ich halt zugesagt. In dieser Autofahrt noch und habe gesagt, ich mache das jetzt, weil wenn ich 2 Wochen vorher vom lieben Gott quasi das schon gezeigt bekomme und dann 2 Wochen später der liebe Gott mir das Ding auch noch in Form von Sprachnachricht von Ernst liefert, also wenn du es dann ablehnst, bist du auch selbst dann schuld. Ne? Und das war dann halt was, wo ich gesagt habe, da passte alles zusammen und ja, war ja auch mega genial, weil danach halt natürlich auch echt viel passiert ist für mich. Ne? Also das ist ja dann, da ging es ja dann auch richtig los und ja. Danke, ja, super. Und das ist wirklich so, ja, hör auf deine Intuition, hör auf das Bauchgefühl, hör auf die Zeichen. Wir haben auch, ohne jetzt hier Namen zu nennen, haben wir auch eine wunderbare Lady hier, die hat jetzt mehrfach schon gehört, wow, du musst auf die Bühne, du musst sprechen. Nutzt einfach, hört wirklich auf die Stimmen. Es gibt immer wieder Zeichen, ja. Und wenn ich zu busy bin, wenn ich zu sehr am Rödeln bin, dann habe ich gar keinen Sensor dafür, ja. Das ist genau das, was du machst. Ich werde oft gefragt, ja, hast du überhaupt Termine die nächsten Monate? Ja, natürlich habe ich die Termine. Früher war ich stolz, einen vollen Terminkalender zu haben. Das war damals noch Time System. Dieses dicke, fette Buch. Das war so geil, ein halbes Jahr durchgeplant zu haben. Also wenn jemand einen Termin wollte, das hat ein Dreivierteljahr gedauert. Heute bin ich stolz, dass ich nur noch ganz wenig Termine habe. Wie jetzt heute Abend mit dir. Und dann liebe ich es einfach, Born to be Free. Das ist auch ein Seminarformat, was ich wirklich auch als Eingebung bekommen habe. Um was geht's dann? Die meisten Menschen sind einfach die Sklaven ihrer selbst. Sie sind die Sklaven des Systems, weil sie müssen rödeln, sie müssen machen, sie müssen Geld verdienen und so weiter. Und wenn du Geld verdienen musst, verdienst du gar nicht das, was du eigentlich verdient hast. Und auch da kam die Eingebung, mach das Seminar Born to be Free und hey, super geiles Format, weil wir sind geboren, um frei zu sein und nicht Sklave zu sein. Und da bist du absolut ein super, super geiles Vorbild, lieber Andreas. Du bist noch ein bisschen noch, aber du bist schon sehr, sehr frei. Du lebst dein Leben und ja, das ist einfach traumhaft, wenn wir das einfach machen, tun, ja. Ja. Super. Dann habe ich jetzt mal eine komplett andere Frage. Du hast ein neues Auto gekauft. Wir wollten dein BMW testen und du hast uns nicht erlaubt. Warum? Aus dem Alter bin ich raus. Also ohne Scheiß, ich hatte mein allererstes Auto, hatte ich mir echt, also ich habe mir, also damals war das, da war ich 20, glaube ich, ein Opel Vectra GT. Härter, tiefer, schneller. Also, weißt du, es war der moderne Manta, wenn man so will. Ne? Ja, genau. So mit diesen roten Hosenträgergurten und allem Philippans Riesen Boxen drin, so eine 150 Zentimeter Tube hinten im Kofferraum, da hat nicht mal eine Kiste Bier reingepasst mehr. Eine Endstufe und allen Philippans, so richtige Prollkisten, ne? so Arm raus und dann irgendwo durch die Straße gefahren, so nach dem Motto, guck mal, Mädels, was ich für ein geiles Auto habe. So, also, ja, habe ich alles hinter mir. Der war auch ein bisschen noch positiv verändert. Der hat ein paar PS mehr gehabt, als er ursprünglich hatte. Und ich bin mit dem Ding dann auch nach Frankfurt zur Arbeit gefahren, die A5 runter und runter gebrettert gemacht. Also war wirklich alles schön,
Aber das habe ich auch irgendwann hinter mir gehabt. Dann irgendwann habe ich gesagt, ein Auto muss mich von A nach B bringen. Ich habe damals auch meine Eigentumswohnung finanziert. Das war dann auch so, ein Auto machte dann auch finanziell keinen Spaß mehr. Und jetzt habe ich mir halt ein Auto gekauft. Ja, es ist mal wieder ein bisschen sportlicher und ist auch ein schönes Auto, eins, was Spaß macht, ein bisschen über die Vernunft hinausging. Aber jetzt dahin zu gehen und zu gucken, ob dieses Auto jetzt in den Kreisverkehr driftet und ich weiß gar nicht, was ihr alles vorhattet, nee, da ist mir dann mein Auto zu schade. Und dann bin ich ja jetzt auch noch so ein Bodo Schäfer-Jünger, ne? Also dann auch, du wirst ja nur reich, wenn du auch sparst. Also ich muss ja jetzt auch nicht meine Reifen jetzt unnötig verbrennen. Es ist ja schön, wenn sie lange halten, weil das Geld, was ich nicht ausgebe und spare und gut anlege, ne? Also das weiß ja auch ein Warren Buffett, der wird sich auch überlegt, ob er sich ein Auto kauft oder nicht oder was das Auto ihm quasi in 20 Jahren an Vermögen bringen würde, wenn er es nicht kauft. Also das kann man ja alles schön hochrechnen. Also kauft dir mal ein Auto für 50.000 Euro und dann rechnest du mal hoch, was das in 10 Jahren bei einer 5%igen Verzinsung wäre, dann hörst du auf, ein Auto zu kaufen. Also zumindest in der Preisklasse. Und so habe ich dann getickt und deswegen habe ich gesagt, nein, ihr macht das mit meinem Auto nicht. Das könnt ihr gerne mit eurem machen, ich gucke euch zu. Okay, so geil, wir wollten einfach mal dein Auto, die 600 PS, wollten wir einfach mal ausfahren. Ja, die 600 PS, ganz genau. Aber ich weiß jetzt übrigens, wie schnell er fährt. Ich habe es jetzt tatsächlich auf der Fahrt nach Halle. Hast du alleine gemacht? Ja, ich habe es jetzt in der Halle ausprobiert, weil ich da hatte ich tatsächlich mal einen kurzen Moment, hatte ich mal die Autobahn frei. Im Osten, muss man sagen, sind die Autobahnen echt gut gemacht. Ja. Sie sind halt kerzegerade und dann habe ich mal so für so einen Moment, habe ich gesagt, ich probiere es mal. Ich muss aber gestehen, mir macht Schnellfahren keinen Spaß. Also das ist so, ich bin echt so, auch beim Autofahren mache ich das Gleiche wie beim Fahrradfahren. Ich höre Hörbuch. Und ich sitze dann, also nicht mit Kopfhörern, natürlich so ganz normal, ich mache dann meinen Tempomat auf 130, 120, 130 und dann fahre ich da ganz gemächlich und lerne. Und bei 200, 240 weiß ich jetzt, fährt er. Also bei 240 habe ich dann einfach auch keinen Bock zuzuhören, weil das nur noch volle Pulle konzentrieren ist. Also mit 215 am LKW vorbei ist nicht lustig. Also macht wirklich macht mir persönlich keinen Spaß. Brauche ich nicht. Und deswegen, ich habe das jetzt ausprobiert. Ich wollte nur wissen, wann das Ding abriegelt. Und das macht er bei 240. Und dann war das Thema auch für mich durch. Und dann habe ich gesagt, das habe ich jetzt einmal ausprobiert, brauche ich nicht mehr. Ja, wir wollten ja einfach nur wissen, ob du ein vernünftiges Auto gekauft hast. Habe ich. Das ist ein wunderschönes Auto. Super, sehr gut. Also gehörst du auch zu den Menschen, die einfach cruisen, ja? Wie du sagst, im Format rein und einfach dahin gleiten und diese Zeit nutzen, um auch zu lernen. Richtig. Was für ein Hörbuch hörst du im Moment? Heute Morgen habe ich tatsächlich die ganze Zeit Blinkist gehört, also diese Zusammenfassung. Da habe ich dann, ging es um Achtsamkeit, aber was habe ich jetzt zuletzt gehört? Also ich glaube, ein komplettes Hörbuch. Zuletzt gehört habe ich tatsächlich Gespräche mit Gott. Okay. Also was ich jetzt so am Stück gehört habe, das habe ich eine ganze Zeit lang überlegt, jetzt gerade, ob noch ein neues dazu kam. Mhm. Weiß ich nicht, aber ich habe jetzt von der lieben Martina ganz, ganz viele neue Hörbücher gekriegt. In CD-Format, die muss ich jetzt erstmal alle auf MP3 umwandeln, damit ich sie auf dem... Weil ich habe keinen Walkman mehr, ne? Wer das noch kennt. Also nee, Discman hießen die Dinger ja. Ne? Sowas habe ich nicht mehr. Da habe ich jetzt ganz viele Lola-Prinzip und so Sachen jetzt, genau, da werde ich jetzt, also da werde ich jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen jetzt erstmal was zu tun. Sehr cool. Also du hörst jetzt die Hörbücher. Was machst du da mit dem Wissen? Tust du das schriftlich festhalten oder wie gehst du damit um? Nee, das mache ich tatsächlich mittlerweile nicht mehr, weil ich einfach viel zu viel konsumiere und das Wissen, wenn ich das jetzt zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, okay, gut, das hast du ja schon alles, also du weißt ja irgendwann, wenn du die Bücher, das weißt du selber, die Bücher, die du gelesen hast, die Hörbücher, die du gehört hast, du hörst ja nicht mehr wirklich was Neues. Was ich viel spannender finde, ist tatsächlich, was passiert hier oben. Also gerade bei Gesprächen mit Gott war das so, es macht da auf einmal vieles Sinn. Also ich sitze dann da und auf einmal macht es da oben nur noch wie so Gehirngewitter, so bam, okay, jetzt macht das Sinn, bam, das macht Sinn, das ist jetzt klasse. Und auf einmal fügen sich, also die Synapsen verbinden sich. Ja. Und da geht es mir gar nicht darum, ob ich das jetzt aufschreibe, zusammenfasse, sondern was ist diese neue Erkenntnis? Und also manchmal schreibe ich mir natürlich schon Sachen dann wieder in mein Trello rein, wo ich sage von wegen, okay, weil es geht ja nicht darum, dass ich was Neues verstanden habe, es geht ja darum, was kann ich morgen anders machen? Genau. Und das ist dann, was das landet dann eher, dass ich dann mir das ins Trello reinschreibe, um dann halt zu gucken, okay, das ist die nächste Aufgabe. Das ist allerdings auch das, wo ich ja dann natürlich dann stehe. Ich habe halt ein Trello, das platzt aus allen Nähten, weil da halt tausende von Ideen drin sind. Spannenderweise, wenn ich dann irgendwann durchgucke, sehe ich von wegen, ach, kannst du wieder löschen, hat sich sowieso an irgendeiner anderen Stelle erledigt. Also, aber es ist wichtig, dass du es aufschreibst, dass es zumindest erstmal irgendwo gesichert ist
Und während du die Arbeiten abarbeitest, machst du manche Dinge automatisch mit weg. Und wenn du mal so eine Trello-Karte wieder aufmachst, denkst du, ach, guck mal, die hast du ja schon längst an einer anderen Stelle wieder erledigt. Also das ist so das, wie ich da auch vorgehe. Beim Fahrradfahren fällt es mir halt schwer, dann während dem Fahrradfahren das Zuhören und dann aufzuschreiben. Und das ist dann noch nicht einfach genug für mich jetzt zu sagen, gerade weil ich ja auch viel berghoch fahre, hinzugehen und dann zu sagen, ich mache jetzt mal schnell eine Sprachnotiz und das ist dann zu viel Gefummel während dem Fahrradfahren. Und dann muss ich halt einfach gucken, okay, was bleibt denn am Ende hängen? Und es ist aber auch nicht so schlimm, wenn was nicht hängen bleibt, weil ich höre halt ein Hörbuch in aller Regel, wenn es mich wirklich fesselt, auch 4, 5, 6, 7 Mal. Ne? Also gerade Gespräche mit Gott, wobei das 30 Stunden, glaube ich, sind. Ich glaube, es reicht, mehr noch. Gut, ich höre alles doppelte Geschwindigkeit, das kommt noch dazu. Höre ich dann solche Hörbücher, also Gespräche mit Gott habe ich bestimmt 5 oder 6 Mal gehört. Mega. Und noch lange nicht alles verstanden. Permanente Wiederholung schafft Wirklichkeit, ganz ein wichtiger Punkt. Und ich habe dafür 2 Handys, also auf einem bilde ich mich weiter. Da brauche ich keine Hand dazu und ich habe ein weiteres Handy. Wenn wichtige Informationen sind, kann ich das gleich drauf sprechen. Ja? Und das hat sich sehr, sehr, sehr gut bewährt. Und was ich dann auch noch zusätzlich mache, ich nehme das dann nochmal auf mit meiner Lieblingsmusik und lasse dann das in der Dauerschleife laufen. Dann hilft mir das einfach, die Quintessenz zu behalten. Und das, was du gesagt hast, es gehen so ganz Lichter an. Ich vergleiche das gerne mit einem Weihnachtsbaum. Zuerst sind ein paar Lichter an und dann wird es immer heller. Es gehen immer mehr Lichter an. Wir haben immer mehr Verständnis. Da kommt ja der Alltag, wo wir es umsetzen. Und das geht ja, das, was du gesagt hast. Schnell in die Umsetzung kommen, schnell in das eigene Leben implementieren. Und was sich hier auch sehr bewährt hat, was du ja auch machst, du gibst ja dann viel, viel weiter. Um die Dinge zu vertiefen, ist es auch wichtig, dass ich auch gleich ins Lehren reingehe, die Informationen an andere Menschen weitergebe. Dann habe ich natürlich auch wieder super coole Rückkopplungen. Wie oft gehst du auf Seminare? Jetzt momentan waren es doch sehr wenige. Ja gut, ich meine davor, jetzt danach dann. Ne? Genau, also so richtig physisch auf Seminare, sagen so 3, 4 im Jahr. Also so aus dem Bauch geschätzt, ohne jetzt zu zählen. Ja. Werden jetzt ein bisschen mehr, werde ich jetzt ein Jahr lang mitmachen bei seinem Durchbruch, wo ich jetzt einfach mitarbeite. Alex hat sich mittlerweile so einen sehr, sehr guten Freund auch von mir entwickelt, wo ich jetzt auch einfach gucke, dass ich da jetzt mitmache. Da werde ich jetzt ein bisschen mehr wieder was machen. Aber ansonsten ist es tatsächlich überwiegend mittlerweile alles aus Kongressen, aus Online-Formaten, solche Geschichten. Wo ich gut unterwegs bin, das sind so Sachen, die ich nutze. Ich mag das tatsächlich online auch zu arbeiten, wobei es jetzt einfach auch wirklich wieder mega war, jetzt tatsächlich mal wieder vor Ort mit Menschen zu arbeiten. Das war schon schön. Also ja. Und Hypnose online macht auch nicht so viel Spaß. Ich weiß nicht, ob du das auf der Timeline ja auch gesehen hast. Also, wie die Frauen dich hochgehoben haben. War geil, oder? Ja. Und das Schöne war, ich war selber ja so in Hypnose, dass ich habe mir selber quasi schon hypnotisiert vorgestellt, wie ich alleine über den Stuhl schwebe. Und das Spannende war tatsächlich, dass ich die Mädels ja gar nicht mitgekriegt habe. Also ich habe nur gemerkt in der Trance, wie quasi ich den Stuhl quasi nicht mehr unter dem Hintern hatte. Und habe mich dann, ich hatte die Augen auch zu, ich habe mich dann quasi über den Stuhl selber schweben sehen, aber von alleine. Und das war echt geil. Also das machst du halt natürlich nicht online, sowas. Und das ist halt auch schön, wenn du mal so Sachen mal machst, so Demonstrationen. Ja, und jetzt mal gucken. Also ich habe jetzt echt wieder so ein bisschen Blut geleckt. Und wenn das zeitlich halt passt, aber es ist halt auch immer Wochenende für mich eine ziemlich heilige Zeit, wo ich auch sage, da möchte ich einfach viel Zeit mit der Family verbringen. Wo ich einfach gucke, wobei es jetzt auch schön war, beim Alex war jetzt auch eine Familie mit, auch bei mir aus dem Stammtisch, die hatten ihre 4-jährige Tochter dabei und es war so ein Traum, ich hatte echt Pippi in den Augen, wenn ich da immer mal wieder hingeguckt habe, die war so lieb, die hat 2 Tage da gesessen, hat sich selber auch beschäftigt und aber auch natürlich alles mitgekriegt, ne? Also unterbewusst ist alles komplett drin und ja, und da will ich halt auch gucken, dass ich da jetzt auch natürlich meine Kleine nochmal ein bisschen mehr mitnehme und ja. Also das fängt jetzt an, wieder ein bisschen mehr anzuziehen.
Ich finde das wunderbar. Online ist alles ganz nett, ja, so gemütlich von zu Hause aus, aber man ist dann manchmal doch ein bisschen abgelenkt, macht noch ein paar andere Sachen dazwischen. Und offline, da bist du halt mitten im Geschehen. Du kannst auch interagieren, du kannst zusammen feiern, zusammen essen. Und das hast du gesagt, das ist mit Kindern. Ich empfehle auch immer meinen ganzen Teilnehmern, bringt eure Kinder mit. Es ist so cool. Ich feiere es jedes Mal. Ich frage dann auch immer, was ist deine Top-Erkenntnis? Und ich frage dann auch die Kinder, was ist deine Top-Erkenntnis? Und die hauen manchmal Dinge raus. Die Erwachsenen kriegen das gar nicht zusammen. Also mega, mega, mega cool für Kinder, auch da reinzukommen und das Miteinander dann einfach zu verbinden. Ich sage auch immer in der Partnerschaft, komm, du schau, dass du gemeinsam wächst, ja? Und mit den Kindern, was gibt es Schöneres? Sehr, sehr cool. Deine nächste Urlaubreise, wo geht die hin? Also der erste Gedanke war Teneriffa. Wir haben überhaupt noch nichts geplant, aber das wäre jetzt so mein Wunsch gewesen. Also ich weiß, dass meine Tochter mich hundertprozentig unterstützen wird bei diesem Wunsch. Wir mal gucken, also die letzten, wir waren ja dieses Jahr jetzt nicht wirklich weg und letztes Jahr auch nicht. Und mal gucken, dann kann der Urlaub auch ein bisschen komfortabler ausfallen, weil, ja, sag mal, ich habe ein Urlaubskonto, da läuft immer ein bisschen was drauf. Also von daher ist das jetzt auch, mal gucken, wo die Reise so hingeht, was wir machen. Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mit diesem ganzen Gedöns, was da gerade stattfindet, habe ich momentan überhaupt keinen Bock auf Reisen. Das ist so, das habe ich für mich auch, damit ich mich auch gerade darüber ärgere oder das mit einer negativen Energie versehe, ist für mich Urlaub momentan gar nicht auf dem Schirm, wo ich einfach sage, also wenn mal irgendwann die Welt wieder mit mir auch normal umgeht, dass ich in Urlaub möchte, dann werde ich mich dabei hinsetzen und werde mal Gedanken machen. Aber Teneriffa ist immer wieder eine Insel, wo ich sage, von wegen, da könnte ich jederzeit hinfliegen. Und ja. Sehr cool. Welchen Ort auf der Welt willst du noch sehen? Welchen Ort auf der Welt? Also, ich versuche das ja immer alles intuitiv zu machen. Das war jetzt tatsächlich gerade in Richtung Asien, wo ich noch nie war, weil ich habe tatsächlich, das wäre sowas, was vielleicht auf meiner, gut, ich habe das Big Five ja genannt, also aus Big Five for Life, also der Zelt-Löffel-Liste. Aber eins meiner Big Five ist tatsächlich, ich möchte sehr, sehr gerne mal in einem Kloster meditieren. Und wenn ich es dann auch noch richtig machen will, dann wäre es tatsächlich vielleicht sogar Shaolin oder so, wo ich tatsächlich sage, also dann auch da, wo es halt auch wirklich herkommt, auch dort vor Ort. Also das war so der erste Gedanke, den ich gerade dann so hatte. Das Bild, was mir entstanden ist, tatsächlich vielleicht das Shaolin-Kloster, wobei ich gar nicht weiß, wie das optisch aussieht, aber das wäre jetzt so der Gedanke, der dahinter steckt. Also sowas, glaube ich, hätte ich Bock drauf, was ich machen würde. Und dann hat man nochmal drüber gesprochen, das ist kein Ort, aber das würde ich gerne halt grundsätzlich einfach machen, wo ich dir Bescheid sagen soll, wenn ich weiß, dass es dann soweit ist, ist bei Dr. Joe Dispenza auf dem Targa Retreat. Und genau. Da hatte ich jetzt gerade auch einen Podcast gehabt mit dem Klaus-Stefan Dufner, der so ziemlich alles bei ihm durchgemacht hat, fand ich total geil. Der hat mich jetzt auch nochmal motiviert, mich wieder mit dem Thema wieder ein bisschen zu beschäftigen, weil ich da echt Bock drauf habe. Das wäre auch nochmal sowas. Aber das hat jetzt nichts mit dem Ort zu tun, aber das wäre so nochmal vielleicht auf deine Bucketlist, da habe ich noch Bock drauf. Oder Big Five ist auch gut, Big Fan. Egal, wie ich das einfach nenne. Entscheidend ist einfach, dass man die Dinge zeitlebens macht, ja. Welche Persönlichkeit würdest du gerne kontaktieren und dich mit ihr austauschen? Dr. Joe Dispenza. Weil den finde ich echt richtig gut. Das ist so einer, wo ich super gerne auch Meditationen von ihm mache. Das ist einfach, ich glaube, auch jemand, der in die neue Zeit unbedingt mit rein muss und führen muss. Und weil es halt einfach, er versteht auch, was da passiert. Und da würde ich gerne einfach mich mit ihm auch weiter drüber und austauschen. Und ja, also das wäre so, ja, wäre mir spontan. Was hindert dich dran? Gar nichts. Okay. Ich muss ihn einfach nur gucken. Ist ja gar kein Problem, da hinzukommen und zu gucken, wann der wo ist, und dann fährst du halt dahin. Das ist ja richtig. Das Thema ist einfach nur, wenn er Seminare macht, dann ist er ziemlich abgeschottet, weil das sind ja viele Leute. Er macht ja auch 2-3 Mal im Jahr macht er Reisen. Er macht auch wunderschöne Weinreisen, und da bist du mit ihm 8-10 Tage lang unterwegs. Also so nahe kommst du nie an ihn dran. Und der Austausch mit ihm, der ist wirklich absolut großartig. Und was der Mann mitgibt, das ist nochmal einen komplett anderen Show wie auf der Bühne. Ja. Du hast das schon gemacht, oder was? Ja, ich habe es gemacht, ja. Geil.
Obwohl ich eigentlich kein Weintrinker bin. Ich mag Wein. Ich auch nicht. Aber er hat das so geil gemacht, dass ich bin jetzt nicht zum Weintrinker geworden, aber wie er das miteinander verbunden hat und auch diese Weinmeditation, alles, was damit zusammenhängt, also, das ist wirklich Magie pur. Ja. Cool. Sehr, 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 sehr fein. Weil ich bin nicht so ein Freund von seiner Morgen-Meditation da, nachts um 3 Uhr da aufstehen und dann zu meditieren. Das ist nicht deine Uhrzeit. Das, nein, genau. Das mag ich definitiv nicht. Lieber Andreas, warum bist du kein Veganer? Ich liebe Fleisch. Ah, okay, schöne Antwort. Das ist sehr gut. Juline verzieht gerade das Gesicht. Ja. Ich esse so gerne gutes Rindfleisch. Ich hab das ja auch schon öfter gepostet, wenn ich hier bei uns im Lieblingsgasthof zur Post hier bin in Olsberg. Wenn ich da, also der Kerl hätte locker einen Stern verdient, wenn ich bei ihm so einen Gaucho-Spieß esse oder so ein schönes Rinderfilet, das ist, ach, da könnte ich. Ja. Ich verstehe das, ich bin jetzt ein bisschen sarkastisch, wenn die Leichenteile gut gewürzt sind, dann schmeckt das. Großartig. Und dann muss man auch wissen, ich bin auf dem Hof groß geworden, also für mich war Schweineschlachten völlig normal, also ich war dabei. Was ich nie geschafft habe, war es zu töten, aber zu zerlegen war kein Problem, also von daher, ich bin halt auch einfach schlichtweg damit groß geworden, aber tatsächlich beschäftige ich mich mit dem Thema schon ein bisschen mehr, jetzt auch mal zu gucken, dass wir es mal reduzieren. Ja, wobei ich da jetzt auch eher einen radikalen Weg gehen will, weil wir haben zu Hause auch schon mal gesprochen, ja, dann lass uns halt einfach ein bisschen weniger Fleisch essen. Sag ich, nee, wenn, dann will ich mal einen Monat mal gar keins essen, um einfach mal zu gucken, ob es auch was bringt. Weil wenn du jetzt mal nur weniger isst, weiß ich nicht, ob ich einen Effekt habe. Also wenn, dann esse ich mal einen Monat gar kein Fleisch. Und dann entweder bin ich dann scheiße drauf oder es ist richtig gut, ich habe keine Ahnung. Und dann kann ich mir wenigstens ein Bild davon machen und dann habe ich auch eine Motivation, wo ich sage, weißt du was, das bringt auch was. Also, ja, aber es sollte halt schon gutes Fleisch sein, wenn ich es esse. Also dann, ne, also da bin ich teilweise auch noch ein bisschen flapsig gewesen, habe ich teilweise auch das genommen, was halt irgendwo im Kühlregal liegt. Also das ist mit Sicherheit auch nicht das, was man braucht. Aber ich fange an, mich mit dem Thema zu beschäftigen, ja. Super. Ja, ich war ja viele Jahre Vegetarier. Wie bin ich drauf gekommen? Über eine Seminarteilnehmerin. Wir waren Mittagessen, danach war ich müde. Sagte, siehst du, hättest du kein Fleisch gegessen, wärst du jetzt nicht müde. Ich sage, was für ein Blödsinn, Fleisch gibt Kraft. Ja. Und dann sagt sie, du hast doch vorhin im Seminar gesagt, man soll doch nichts ablehnen, wenn man es vorher nicht selber getestet hat. Ja. Da sagt sie, sei doch, genau, Mori, sei doch nicht so bescheuert, teste es jetzt einfach mal 4 Wochen und dann kannst du sagen, passt. Passt nicht. Alles klar, sie hat recht, ich habe es 4 Wochen getestet und es hat sich gut angefühlt. Ich war nicht mehr müde nach dem Essen. Also es war eine coole Geschichte und ich habe das fast 25 Jahre gemacht und dann hatte ich einfach wieder mal Lust auf Fleisch und jetzt bewege ich mich so zwischen den Welten und ist cool. Wirklich völlig. Das könnte ich mir dann auch vorstellen. Also dann, weil ich bin schon auch ein Genussmensch. Also ich möchte dann auch mal einfach was genießen. Also so wie zum Beispiel das Thema mit dem Bier vorheben. Ich genieße es einfach, eine Flasche Bier zu trinken, weil ich einfach den Geschmack mag. Ne? Und dann, was weiß ich, keine Ahnung, jetzt zu sagen, ich trinke halt jetzt kein Bier mehr, weil macht man nicht oder was weiß ich. Nee, wenn ich es genieße, ne, dann trinke ich halt auch mal bewusst eine Flasche Bier. Ja. Also jetzt am Wochenende, wo wir dann alle dann bis morgens um Uhr gesessen haben, dann war dann irgendwann nach dem dritten Bier nicht mehr irgendwie bewusst genießen, sondern weil man dann einfach am Trinken war. Das meine ich damit nicht. Ne? Also es geht wirklich darum, sich hinzusetzen und sagen, nee, ich genieße jetzt einfach diesen Geschmack und dann esse ich auch mal ein gutes Stück Fleisch oder wo drin auch Bock habe. Aber ich bin da völlig bei dir. Ich möchte es halt einfach mal eine Woche, einen Monat ausprobieren. Jetzt muss ich natürlich auch dann gucken, dass jetzt bin ich ja nicht Single, nicht alleine und das, also ich glaube, das wäre jetzt kein Thema. Meine Family würde das eher mitmachen als ich. Das war halt einfach gucken, aber auch für die Kleine dann, das war halt gucken, okay, kriegen wir das jetzt auch so gekocht, dass wir 4 Wochen das auch mit Family hinkriegen. Also das, aber da haben wir schon drüber gesprochen, da sind wir dran, das mal anzupacken, ja. Sehr, sehr cool. Ich finde es einfach wichtig, immer Dinge austesten, schauen, wie fühlt sich das an? Was macht das mit mir? Apropos, wie fühlt sich das an, lieber Ernst und lieber Andreas? Wir sind schon zugegeben, die Zeit vergeht wie im Flug. Und normalerweise kommen ganz viele Fragen zwischendurch. Diesmal, alle sind gefesselt. Häufig werden nebenbei E-Mails beantwortet oder Gespräche geführt. Diesmal waren alle einfach nur still und gefesselt. Wir sind schon 1:20 unterwegs. Das heißt, falls ihr Lust habt, 1-2 finale Fragen zu stellen und dann können wir gucken, ob das Publikum doch
etwas dazu fragen will. Bist du nehmen bei die Fragen auf? Also. Du schreibst die Fragen schon auf? Ja. Großartig. Danke. Produktiv. Zurück zu dir, lieber Ernst. Genau. Guck mal, machen wir noch ein, zwei finale Fragen und dann gucken wir mal, ob noch was kommt und dann, das wird jetzt ganz zu lang wird. Ja, okay. Also, wie oft hast du Sex? Wie oft ich denn habe? Ja. Das sind Fragen, die kann ich natürlich nicht beantworten, weil das ist ja, definier mal Sex. Sex? Wie oft machst du Liebe? Ja, mit wem? Mit mir oder mit... Es gibt ja verschiedene... Ich frage dich ja gerade. Es gibt Fragen, die beantworte ich nicht. Andreas, was ist das für Kopfkino? Die Frage kann ich nicht beantworten. Die geht genau in dieselbe Richtung wie vorhin auch. Ja. Das ist keine Frage, die ich jetzt von mir aus alleine beantworten kann. Also, da gehört ja noch jemand dazu. Ne? Also. Okay. Wie oft liebst du dich? Wie oft sagst du zu dir, ich liebe mich? Täglich. Wie oft? Also. Du dir selber, ich liebe. Ja. Also ich mache das täglich tatsächlich mindestens einmal morgens vorm Spiegel. Auch so oft? Ja, ich würde jetzt sagen einmal, ja. Okay. Und, also so bewusst jetzt, ne? Ja, okay. Und was hältst du davon, wenn du unter Tage dir auch immer wieder sagst, ich liebe mich so sehr? Ja, ist gut. Muss nur mehr dran denken. Ja, doch. Halte ich viel von, weil ich liebe mich ja tatsächlich, ich finde mich klasse. Und hab da auch kein Problem damit und würde das jederzeit. Okay, das ist etwas, ich finde das ganz, ganz wichtig. Wie oft nimmst du dich in den Arm? Ja, das ist tatsächlich dann eher selten. Ich habe es gerade bei Moni gesehen, das ist eine gute Idee, das könnte ich mal öfter machen. Oh. Öfter machen ist was für Blutarme. Öfters machen. Klar, konkret, messbar, unmissverständlich. Nutz doch, wenn du magst, die Möglichkeit, dich einfach öfters mal in den Arm zu nehmen. Und dann, boah, ich liebe dich. Und das macht wirklich einen ganz, ganz großen Unterschied. Also ich mache das auch oft bei meinen Seminaren und da gucken die immer alle komisch, die Teilnehmer, so, mich in den Arm nehmen und so, boah. Und dann sich noch zu sagen, ich liebe mich und das ist doch das Kraftvollste. Okay, also du machst einmal am Tag, sagst du, ich liebe mich, in den Arm nehmen, vielleicht fängst du an morgen, vielleicht fangen auch die anderen an. Wie oft nimmst du deine Tochter in den Arm? Mehr. Ja, das ist schon mal gut. Was heißt mehr? Eins, zweimal pro Tag oder einmal im Monat? Also täglich mindestens morgens, mittags, abends. Also wenn ich natürlich zu Hause bin. Ne? Ich bin ja, also jetzt seit Corona geht es, aber vorher war das ja nicht so oft. Also dreimal, viermal mindestens. Also das ist dann immer so in den Zeiten, wo wenn ich auch nach Hause komme oder sowas, nehme ich sie in den Arm. Ja. Okay. Was sagst du ihr dann? Dass ich sie liebe. Okay. Sagst du, ich liebe dich? Nee, ich sage tatsächlich öfter, das ist tatsächlich so eine Angewohnheit, die sich bei uns in der Familie, glaube ich, einfach schlichtweg so eingeschlichen hat. Tatsächlich, ich habe dich lieb. Das ist eine Gewohnheit geworden, wobei ich natürlich, ich liebe dich meine, ja. Ja, ich erlebe das so oft, dass er hab dich lieb, ja, und ich liebe dich. Das ist einfach eine komplett andere Energie. Ja. Ich liebe dich so sehr, mein Schatz. Du bist so was Wundervolles. Du bist die tollste Tochter, die es gibt. Das ist einfach so wichtig, diese wunderschönen Worte zu verwenden, weil Worte geben so viel Energie und es verändert was. Ja. An dieser Stelle ganz kurz noch die Geschichte. Ja, meine Mutter musste zuerst auf dem Sterbebett liegen. Es ging zu Ende. Und sie hat schon angefangen, einen Abschiedsbrief zu schicken. Ich lag bei ihr im Bett, ich habe ihre Hand gehalten und mir sind die Tränen runtergelaufen. Und dann habe ich gesagt, jetzt sag's doch endlich, verdammt nochmals. Ja. Sag's doch endlich, was du empfindest. Und ich habe dann wirklich all meinen Mut zusammengenommen, so komisch wie sie es anhört, und habe gesagt, Mama, ich liebe dich so sehr. Ja. Und das war so plötzlich so komisch, mir war es komisch und sie guckt und dann laufen die Tränchen und sagt, ich liebe dich auch so sehr, Ernst. Ja. Und das zu hören, ich habe es mir ein Leben lang gewünscht von meiner Mutter und ich habe es den ersten Schritt gemacht und dann das von ihr zu hören, es ist magisch. Ja. Und ich sage das jedes Mal, wenn ich mit meiner Mutter telefoniere, sage ich zum Schluss, Mama, ich liebe dich so sehr. Und sie sagt, Ernst, ich liebe dich auch so sehr. Und wow, das ist eine Verbindung. Und das war jetzt keine Frage an dich oder eine indirekte, aber vielleicht ein wertvoller Input für jeden, der hier zuhört. Sag's doch wirklich dir selber, dass du dich liebst, sag's den Menschen, dass du sie liebst und vor allem den Menschen, die dir ganz, ganz nahe sind, weil das macht einen enormen Unterschied aus, weil hab dich lieb, ja, das ist ganz nett, hab dich lieb, ja.
aber ich liebe dich. Wunderschön. Ja. Sonst habe ich eigentlich keine Fragen mehr. Ich hätte schon noch tausende von Fragen. Aber das war, aber gut, also die anderen Fragen, die du noch gestellt hast bereits, die sind ja auf deinem YouTube-Kanal im Podcast und auf deinem Podcast, da kannst du einmal den Link vielleicht mal kurz sagen. Ja, ergebnisorientiert.com. Genau, und da bin ich die Folge 1179 und 1182, glaube ich. Sehr gut, ja. Genau, ja, das weiß ich. Ja, hört das an, ganz, ganz spannendes, cooles Interview. Hört euch auch diesen wunderbaren Vortrag an, den Andreas auf dem Schiff gemacht hat. Mega, mega, mega geil. Standing Ovations bekommen dafür. Ganz. Jolien nickt, ich weiß, dass sie den heute geguckt hat. Ja. Cool. Und nutzt auch hier nochmal die Chance. Nutzt die Chance, geht auf die Bühne, bringt eure Botschaft raus. Ja, das ist so wertvoll. Die Welt wartet auf euch. Sie wartet wirklich auf euch. Und ich höre immer wieder, dass die Leute sagen, ich habe doch nichts zu sagen. Wer will schon meine Botschaft? Ihr seid doch alles besondere Menschen. Ihr seid heute Abend hier, bereits schon anderthalb Stunden. Wie wertvoll ist denn das? Ja? Und ihr seid aus einem ganz besonderen Holz geschnitzt. Und ja, geht auf die Bühne, bringt eure Botschaft raus. Und wenn ich nur eine einzige Person erreiche mit meiner Botschaft und das macht einen Unterschied in ihrem Leben, dann ist es doch schon, dann habe ich schon gewonnen. Dann ist es einfach nur traumhaft, ja. Macht's und wartet nicht. Ja, ich mir fehlt noch was. Macht wirklich Spaß und man kann da was gewinnen. Ja, und wartet nicht, verschiebt's nicht. Es gibt nur einen guten, tollen Moment, der ist genau jetzt. Ja. Sehr cool. Danke, lieber Ernst. Hat mir mega, mega, mega Spaß mit dir gemacht. Und jetzt gebe ich mal kurz nochmal unseren Stefan. Ja, so schnell vergeht die Zeit, wenn Mr. Born to be Free Mr. Born to be gekitzelt trifft. Das war ein Fest der Fragen, des Trainings, der Rhetorik und des Storytellings auch. Die eine oder andere Geschichte kam. Super cool. Und jetzt kommt ein weiteres Höhepunkt und da sind eure Fragen. Julia, ich weiß, du hast ein paar aufgeschrieben. Schieß los. Julia hat die Fragen aufgeschrieben. Sie unterstützt mich nämlich, damit wir die dann quasi in den YouTube-Kanal mit einbauen können, damit die Leute dann gezielt die Fragen sich angucken können. Also Julia hat die Fragen aufgeschrieben, die Ernst gestellt hat. Super gut. Das heißt, wer noch nicht sprachlos ist, könnte jetzt eine Frage stellen. So, wer mag? Wir überziehen heute mal so 5 bis 10 Minuten. Das ist ja jetzt kein Problem. Vergesst nicht, das ist kein Netflix. Hier könnt ihr mitmachen. YouTube-Kanal hast du drauf, ne? Weil ich habe es ausgemacht, weil das sonst immer bei mir das Bild immer hängt. Da siehst du, falls da jemand kommentieren sollte. So, hat noch jemand eine Frage? Ja, viel zu verdauen. Stilles, ne? Schweigen im Bauch. Es waren ja auch echt viele neue Fragen, da ist man dann auch ja schnell platt dann. Ne? Da war wirklich, also das ist immer das Geile, wir machen 14 Folgen und irgendwie doppeln sich die Fragen nicht, das finde ich immer total irre. Also die Frage, die ich hatte, die hatte jetzt Ernst schon gestellt. Okay, gut. Sehr gut. Ja. Ich habe deine Gedanken gelesen, das war schon mal viel. Genau, das wurde mir reingegeben, ja. Okay, danke, Moni. Bitte gerne. Gut, wenn ja keiner will, dann müssen Sie auch nicht künstlich rausziehen. Es war halt auch eine sehr interessante Fragestellung oder waren drin viele interessante Fragestellungen dabei. Und es erschlägt ja einen auch manchmal so ein bisschen. Ne? Das haben wir ja auch öfter, dass dann einfach die Leute dann irgendwas sagen. Es erschlägt nicht, es sättigt. Es war buchstäblich sehr reichhaltig. Ja, und du hast auch noch nie so wenig gesprochen, Stefan, das muss man auch mal sagen. Ne? Was willst du da reden? Der Ernst steigert sich und steigert sich. Habt ihr gemerkt, jede Frage war so, Andreas und das und das. Und jedes Mal war es höher und höher. Und ich dachte, wo nimmt er diese Luft her? Sehr, sehr schön. Es ist natürlich immer schwierig, wenn meine Leidenschaft und meine Passion ist natürlich Sprechen, ja. Und dann muss ich schon mich immer ein bisschen zügeln, dass ich eh mehr Fragen stelle, als irgendwas zu erzählen, ja.
Aber das Ernst, das macht doch dich auch wieder aus. Das ist doch schön. Und ich mag es halt einfach auch. Und das ist das Schöne an dem Format hier, dass halt einfach unterschiedliche Leute hier reinkommen. Und es ist ja auch mal ein völlig anderes Format. Normalerweise geht ja jeder hin und macht dann bei einem Podcast, fragt er dann die anderen Experten. Und ich habe mir irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock, das zu hören, was die anderen Experten sagen. Das habe ich in irgendeinem Buch eh schon gelesen. Ich finde es viel spannender zu hören, was ich so antworte. Und habe gesagt, ich lade mir lieber die Leute ein, die mich ausfragen. Und weil ich liebe es, interviewt zu werden. Und ich mache auch zum Beispiel in der Bank, wenn ich mal gefragt werde, kannst du einen Workshop moderieren, kannst du das moderieren? Sag ich, moderieren habe ich keinen Bock. Sag ich, ich möchte gerne die Fragen beantworten, das kann ich gerne machen, aber moderieren will ich nicht. Und das ist sowas, ich habe halt ja auch ein besonderes Format, ich finde das total cool. Dass ich gesagt, ich höre mich halt selber gerne reden und dann passt das. Ne? Und das ist sehr gut, ja. Und umso geiler finde ich es halt auch, dass du das mitmachst, das finde ich total schön. Das weiß ich zu schätzen. Deine Zeit ist ja auch mehr als kostbar, weil du ja auch viel zu tun hast. Und von daher finde ich das schön. Freut mich auf jeden Fall. Also danke nochmal, Ernst. Finde ich total klasse. Und ein weiterer Geheimtipp, die geilsten Fragen kommen gleich, wenn die Live-Übertragung und die Aufnahme gestoppt sind. Dann kommt Flow ins Spiel. Genau. Von meiner Seite aus vielen, vielen Dank, lieber Andreas, für deine Wertschätzung, dass du mich eingeladen hast. Ich fand das cool. Ich musste auch nicht eine einzige Sekunde zögern, ja? Obwohl ich ja jetzt gerade zwischen zwei Welten bin, weil es ja gerade kurze Pause, ein paar Stunden und dann gleich wieder weitergeht. Es war mir eine ganz, ganz große Ehre. Ich finde das, was du aufgebaut hast. Ich bin dein Fan, lieber Andreas. Ich finde das hammer, hammer cool, was du da wirklich aufgebaut hast. Ich kenne dich jetzt ja auch ein paar Tage schon. Und mega, du hast Formate geschaffen, die gibt es einfach noch nicht. Und ich mag Menschen, die andere Wege gehen, ja. Raus aus dem, was man halt so macht, sondern aber ihrer Intuition folgt. Und das ist auch nochmal für jeden Einzelnen von euch. Ihr seid so, so wundervolle Menschen. Und bitte sagt euch das einfach selber immer wieder. Und habt einfach Mut. Und es ist doch egal, was die anderen Menschen sagen und über euch denken. Gedanken sind frei. Und das ist auch gut so. Und Dankeschön. Und es gibt drei Arten von Menschen. Ja. Es gibt Menschen, die finden dich sowas von scheiße. Egal, was du machst, die wirst du nie erreichen. Dann gibt es die zweite Gruppe. Das ist wieder ein Drittel, die sagen, naja, mal gucken, was der oder die macht. Ja. Und dann gibt es die dritte Gruppe, das sind deine Fans, die sind begeistert, so wie ihr. Ihr seid die Fans von Andrea. Ihr seid da, ihr habt Spaß und mit was für Menschen willst du dich abgeben? Die erste Gruppe, die dich nicht mag, die wirst du nicht erreichen. Vergiss das. Das sind auch oft Hater. Lass sie, wo sie sind. Blockier sie, entfern sie aus deinem Leben. Und beschäftige dich mit deinen Fans, weil und die geben dir Energie, die geben dir Kraft. Und wenn du dich auf das Positive konzentrierst, schaffst du auch viele positive Dinge. So wie der Andreas auch. Der hat sicher nicht lange überlegt, soll ich jetzt, soll ich nicht, was könnten die anderen Leute denken. Er hat es gemacht, ja. Und das ist für viele eine wunderschöne, ich sag's gänzlich, eine Heimat geworden, eine Tankstelle. Man trifft sich. Wie geil ist denn das? Also super, super geil, lieber Andreas. Du machst einen riesengroßen Unterschied auf dieser Welt aus. Danke, danke. Danke. Und wenn wir beim Thema Sei mutig sind, ihr könnt den Dämon auch kitzeln. Irgendwann Mitte 2022 dürfte was frei sein. Bis dahin sind wir auf eure Fragen happy, sie zu lesen. Andreas, wann ist der nächste freie Termin, dich zu kitzeln? Also der nächste kommt nach der 18. Staffel im Januar, die liebe Jolie machen wird. Die hat nämlich das letzte Mal zugesagt. Und das wäre dann quasi die nächste, die 19. Staffel ist dann frei im Februar. So, Frank schreibt, wann bin ich nochmal dran? So, Moment, nach der ganzen Hin- und Herschieberei, die ich jetzt habe, bist du jetzt auf Dezember, lieber Frank. 2025, oder? Nee, dieses Jahr noch. dieser Dezember. Genau, dann haben wir nächstes Mal, wenn es jetzt keine Verschiebung geben sollte, müsste das aber so passen, haben wir im Oktober den Peter Schuh. Yes. Und dann, der Termin steht auch sogar schon, weil den musste ich jetzt fix machen, weil eigentlich der Alexander Kaufmann schon dran gewesen wäre. Daher nochmal danke auch für den Ernst, der nämlich quasi vorgeschoben hat. Man muss ja immer so ein bisschen gucken. Alexander Kaufmann ist dann am 22. November dran. Genau, und dann kommt im Dezember der Frank und im Januar die Jolie. Mhm. Und ab Februar, ja, du, wer dann möchte. Also dann bist du dran, wer auch immer jetzt Lust hat.
Genau, einfach bei mir melden und dann, genau. Also man kann das auch super gut als Coaching nutzen, das Ganze, ne? Das war ja auch so ein bisschen mal so die Grundidee irgendwann. Wer jetzt keinen Bock hat, 500 Euro für eine Stunde Coaching mit mir auszugeben, der kann ja auch hingehen und kann sagen, von wegen, weißt du was, ich mache jetzt eine Stunde einfach Kitzel den Dämon. Ich stelle ihm jetzt die ganzen Fragen, die ich ihm auch im Coaching stellen würde. Und schon hast du im Endeffekt eine Coaching-Stunde komplett kostenfrei. Das Einzige ist, du wirst live gestreamt und aufgezeichnet. Und die Leute kriegen halt deine Fragen mit, aber ganz ehrlich, günstiger kommst du an Coaching mit mir nicht dran. Also die Möglichkeit besteht, nutzt das gerne und freue mich auf deine, nee, ich hätte jetzt beinahe gesagt Bewerbung, aber bei mir muss man sich nicht bewerben, also ja, melde dich einfach, dass du es machen willst und alles gut. Gut, so, Stefan, ich würde sagen, wir machen den offiziellen Teil zu Ende und bleiben dann hinter verschlossenen Türen. Wer dann noch reinkommen will, weil er die ganze Zeit nicht gesehen werden will, kann das dann gerne noch machen. Aber dann würde ich sagen, moderiere mal ab. Schwer was hinzuzufügen, außer dank Frank wissen wir, dass auch mehrfache Teilnahme in diesem Format möglich ist. Ernst für dich, nur zur Information. Ne? Sollte die eine oder andere Frage ungestellt geblieben sein, schließlich durfte ich irgendwann auch mal reingrätschen. Entschuldigung dafür, die Zeit fliegt, ihr wisst das. Solltest du irgendwann mal aufwachen und sagen, ich bin mutig, ich habe mehr Fragen und ich will diesen Dämon nochmal kitzeln. Du kennst unsere Kontaktdaten, zöger nicht. Ihr, liebe Freunde, kehrt wiederum auch die Kontaktdaten von Andreas. Solltet ihr aufwachen und denken, ach, so eine Speaker-Cruise wäre gar nicht so schlecht, ne? Ich auf einer Bühne und hinter mir ein wunderschöner Flusssee oder was auch immer. Das ist eine überragende Kulisse für euer Video, für eure Bilder und in erster Linie für eure Botschaft. Da kann ich Ernst nur zitieren. Und ich denke, das ist der beste Abschluss. Du hast was zu sagen und die Welt wartet auf dich. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend und jetzt beginnt der spannende, inoffizielle Teil. Gute Nacht. Also, macht's gut. Tschüss. Und kommentieren, abonnieren und was da alles so dazugehört sowieso. Ne? Also, ciao, ciao.